Es ist der 21. Oktober 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Aber der ist nicht allein im Sendegarten. Das wäre ja zu blöd. Eine schöne Gruppe Menschen hat sich hier versammelt. Und ich begrüße ganz herzlich hier erstmal die Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo, guten Abend. Und dabei ist auch der Sendegärtner Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Diese Energie, wo hast du die bloß her? Das ist meine seltene Gabe, die das eine Moment Schauspielerei ist, dass ich gelegentlich für 5 Minuten suggerieren kann, ich hätte Energie. Geheime Superkraft, Energie, ja. Illusion, Energieillusion. In Wirklichkeit bin ich nämlich todmüde heute Abend. Ja. Ich schreibe es mir mal auf, Energieillusion könnte schon tatsächlich der Titel der Sendung sein. Aber ich war ja noch mit der Begrüßung. Ich möchte noch den Sebastian grüßen. Hallo, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wir haben Gäste auf der Gartenbank. Ja, zwei an der Zahl. Und ich begrüße die Susanne. Guten Abend, Susanne. Huhu. Das war's schon. Das ist einmal ein origineller Gruß. Und ich begrüße den Dirk, der gerne für Verwirrung sorgt, aber es ist nicht der Dirk, der manchmal für Dirk Prims gehalten wird und auch nicht der Dirk, der nicht für Dirk Prims gehalten wird, sondern es ist der echte Dirk. Hallo Dirk. Hallo, und ich halte mich auch manchmal für den Dirk Prims, bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich bin mir aber dabei sicher. Gut. Gott sei Dank, ja. Ich habe ja hier noch eine Bestätigung hin und wieder mal. Aha. Der echte also Dirk, der Dirk. Wobei, jeder Dirk ist ein echter Dirk. Das will ich hier nochmal sagen. Ja. Das war jetzt ein echt tief. Echter, das aber nicht deep. Der. Ja. Also, wir setzen schon mal einen guten Ton für den Sendegarten heute. Energieillusion und dann auch noch so ein Humor. Es wird toll. Ja, super. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall etwas für den Sendegarten. Ich muss erstmal meine Gedanken etwas sortieren. Entschuldigung, kann sein, dass ich heute ein bisschen wirre rede, aber naja. Der Joke ist ja, das seid ihr gewöhnt. Okay. Dirk ist eigentlich da, weil er einen Motivationspodcast macht, von dem er gar nicht weiß, dass er ihn macht. Oh mein Gott. Es hat sich Christian, wenn du das hörst. Eigentlich müsste ich jetzt anfangen, einen zu machen, gerade weil, ja. Genau. Ich war so neugierig, weil ich spüre in letzter Zeit keine Motivation oder wenig und habe gedacht, Mensch, ich könnte mir doch mal erzählen lassen, wie ich mich motivieren kann, so zum Dasein. Und jetzt sagst du, nee, mache ich gar nicht. Da, Chaka, da war ich du ein bisschen, da war ich ein bisschen, ja, geplättet. Aber du machst einen anderen neuen Podcast. Oder vielleicht gar nicht mehr ganz so neu. Ich habe da 11 Folgen oder so, habt ihr schon auf dem Tacho, ne? Oder 12, ich weiß nicht, so größenordnungsmäßig. Und den machst du zusammen mit Susanne. Susanne ist deine Partnerin im Leben und im Podcast. Und das ist ja immer eine besondere Herausforderung, so wenn man als Lebenspartner auch noch am Mikrofonpartnerschaft eingeht. Das gibt bestimmt einige spannende Erzählungen von eurer Seite, auf die ich schon besonders neugierig bin. Da kann ich das mit der fehlenden Motivations-, also mit dem fehlenden Motivationspodcast eigentlich ganz gut verschmerzen. Okay, kommen wir gleich hin. Wollte noch kurz, ach so, genau. Wir haben die letzte Episode noch nicht veröffentlicht. Im Moment hängt alles ein bisschen, macht aber gar nichts. Nur bei der Bearbeitung der vorletzten Episode fiel mir auf, dass ich den Witz in der letzten Episode, in der vorletzten Episode schon gemacht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, also langsam wird es ein bisschen skurril. Ich fange jetzt auch schon an, immer dieselben Sachen zu sagen. Aber es gibt eine Entschuldigung. Und zwar gibt es ein wunderbares Zitat aus dem Film »Wir können auch anders«, was mir als Entschuldigung dient. Das habe ich mal mitgebracht als Audioschnipsel. Sebastian, kannst du den kurz abspielen, bitte? Du sabbelst und sabbelst dasselbe wie gestern. Sind doch auch neue Leute da, die wollen das auch mal hören. Okay, also es sind neue Leute da und damit kann man auch immer wieder dasselbe erzählen. Ich finde das eine wunderbare Gedankenhilfe dabei.
Deswegen kann ich auch einen Witz zweimal erzählen. Aber in zwei aufeinanderfolgenden Episoden, das war mir selber schon ein bisschen unangenehm. Gut, dann kommen wir mal zur neuen Ernte, bitte. Ich habe gerade noch mal die Webseite durchforst. Kommentare sind dort nicht eingegangen. Hat einer von euch direkte Feedback-Rückmeldung bekommen? Zufälligerweise? Zu Fee. Das war ja die Ausgabe mit Fee. Da müssten wir eigentlich die Vera fragen. Ist nicht so der Fall, scheint mir. Vera kommt später oder gar nicht. Das müssen wir noch gucken. Da gibt es heute ein Terminproblem. Aber wir haben Tweets vom Kompott bekommen, vom André. Der hat uns in seiner bekannten Art und Weise ein paar Sachen über den Gartenzaun geworfen. Zwei Stück, nämlich genau an der Zahl. Und da können wir doch mal drauf schauen. Lars, hast du Lust, mal eben den André-Tweet zu lesen? Ja, kann ich tun, klar. Ganz kurz eben, von Vera kommt gerade schriftlich eben die Antwort, dass es kein Feedback ihrerseits gab. Ah, vielen Dank. Ja, André hat zwei Tweets geschrieben und der erste besagt, ich bin eine eigene Kategorie Podcasts, huhu übrigens. Und der zweite ist, die Drosten-Folge dürfte deswegen komisch geklungen haben, weil die Beteiligten die in Video im selben Raum aufgenommen haben. Ich habe die bei einem Augenarzttermin gehört und keine Probleme mit der Akustik gehabt. Das ist ziemlich beruhigend, finde ich, dass man beim Augenarzt keine Probleme mit der Akustik hat. Das ist doch ein Wort. Ja, vielen Dank, André. Also wir hatten über die neue Podcast-Folge nach der Sommerpause gesprochen und da war so ein bisschen Audio-Wirrwarr. Ich hatte die These gehört, es lag daran, oder sagen wir mal so, die hatten das tatsächlich als Video gemacht und je nachdem, welche Kamera gerade aktiv geschaltet war, war der Ton irgendwie ein bisschen verzerrt oder so oder mit einem Brummen belegt, dass es sozusagen vom Bildmischer irgendwie beeinflusst worden sei. Ich habe es auch nicht gehört, aber meine Ohren sind auch nicht mehr so gut, dass ich jetzt solche Rauscherei oder irgendwas hören kann. Oder aber, wie wir das ja auch aus unserer Praxis kennen, man hat dann festgestellt, oh, der Ton ist nicht gut, wir machen es nochmal neu. Und als ich es downgeloadet habe, war es bereits repariert. Und andere, die ganz früh dabei waren, haben eine noch nicht so reparierte Version bekommen. Das könnte natürlich auch sein. Egal. Vielen Dank, André, dafür, dass du uns gehört hast und dass du uns hier Kommentare über den Zaun geworfen hast. Das war es nämlich auch schon auf der Kategorie Neue Ernte und dann kommen wir auf die Gartenbank. Und da begrüßen wir nochmal Susanne und Dirk Prims und das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Podcast-Paar. Wie kommt es dazu, Susanne, dass ihr gemeinsam Podcast? Ja, wie kommst du eigentlich dazu, gemeinsam mit mir zu podcasten, Susanne? Komm schon. Also, ist ja schon ein bisschen länger. Dirk podcastet ja schon ein bisschen länger. Irgendwann mal hat es angefangen und da habe ich gesagt, ach ja, genau, bei seinem Anerzählt habe ich von Anfang an gesagt, wenn du zu Folge 621 kommst, das ist meine Folge. Da möchte ich über Peterchens Mondfahrt reden, weil 621 ist mein Bibliotheksausweis, meine Bibliotheksausweisnummer gewesen in der Grundschule. Schön. Ja, und Moment, tatsächlich. Wie hat denn jetzt dein Bibliotheksausweisnummer mit Peterchens Mondfahrt zu tun? Das war mein Lieblingsbuch damals. Du musst eigentlich die Folge 621 vom Anerzählt hören, dann weißt du das auch. Der Martin hat so eine Historie von meinem Podcast nicht zu hören. Ach so. Ja, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Podcast starte, derer gibt es ja mehrere, warte ich immer auf den Moment, wo im Sendegarten steht, der Dirk hat einen neuen Podcast gestartet, hier ist bestimmt gut. Ach so. Ja. Ja, also... Kann ja nur gut sein. Da brauchen wir ja gar nicht reinzuhören. Ist doch klar. Da stimme ich absolut zu. Ja. Also. So kam es eben mit der 621, genau, und zu Peterchens Mondfahrt. Und das war das erste Mal, wo wir gemeinsam vor dem Mikro saßen.
Und der Anerzählt ging dann weiter und weiter. Und dann habe ich gesagt, bei einer Jubiläumsfolge, Mensch, da könnte ich doch eigentlich mal ihn interviewen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war die Folge 900, glaube ich. Und dann haben wir noch mal eine zusammen gemacht mit Fragen und Antworten. Es war irgendwo kurz vor der 1000. Es war schon im Countdown. Genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, was könnten wir denn so vielleicht mal gemeinsam machen? Und wir haben echt hin und her gedacht. Und der Dirk und ich, wir arbeiten einfach ein bisschen unterschiedlich. Ja, also ich möchte immer vorbereitet sein. Deswegen mich hier jetzt einfach so ins kalte Wasser zu schmeißen. Herr Prims, Sie müssten mich besser kennen. Ich habe dir den Link auf den Sendegarten geschickt. Du hättest dich vorbereiten können. Oh. Ja, egal. Ja, und erst haben wir uns überlegt, ob wir nicht Blues Brothers Minute by Minute machen oder sowas. Das ging aber nicht aus, weil ich bin ja der Detailvorbereiter. Der Dirk ist eher so, wie soll ich das sagen, no risk, no fun. Und ja, und ich muss dann meinem Anspruch genügen und das hat einfach nicht funktioniert. So. Und da haben wir halt lange, lange drauf rumgekaut und viele, viele Podcasts von Dirk später kam dann die Idee auf, Mensch, wie wär's denn, wenn wir über Vampirfilme reden? Und auch das hat eine kurze Vorgeschichte. Und zwar damals, als ich Dirk kennengelernt habe, bin ich das erste Mal in seine Wohnung gekommen und habe dann seinen CD-Stapel durchsucht und da war ein Soundtrack von Buffy. Und ich so, hey, du hast den Buffy-Soundtrack? Ja, ja, er hat auch alle Staffeln daheim. Und ich, ja, ich auch. Und ich habe den Soundtrack auch. Und so kamen wir eben auf Vampirfilme zu sprechen, damals schon, und haben dann auch gemeinsam uns durch diverse Serien gebinged. Ja, und so war das ein naheliegendes Thema. Darf ich mal einwerfen, ja, dass ich jetzt jahrelang an diesem Mythos von mir gearbeitet habe, dass ich nicht nur intellektuell hochwertig podcaste, sondern außerdem sogar noch für möglich gehalten wird, dass ich ein Motivationspodcaster sein könnte. Und jetzt ist einmal meine Frau hier im Sendegarten und jetzt wisst ihr alle, der Bub improvisiert vor sich hin, ist eigentlich eher so eine Rampensau und hat außerdem die Komplettausgabe von Buffy the Vampire Slayer im Regal stehen. Ja, ich finde das jetzt eigentlich nicht widersprüchlich. Ja, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nur das mit dem Motivationspodcast, das trifft mich immer noch hart. Also nicht, dass Christian gesagt hat, ich mache das, sondern dass der Martin das für möglich gehalten hat, macht mich schon fertig. Martin, wenn du mehr von meinem Podcast hören würdest, ja? Aber ernsthaft, ich habe schon gedacht, dass du das können könntest. Immerhin arbeitest du in einem amerikanischen Großkonzern, da wird sicherlich über Motivation sehr viel geredet. Ja, ja, wir klingen eh immer alle, als wären wir auf Drogen in amerikanischen Großkonzernen. So ist es bei uns. Ja, musst du was machen, wenn ich gerade einen Schluck Wasser zu mir nehme? Hilfe. Es ist aber beginnt sehr eine, kurz beginnt eine leichte Distanzierung? Entschuldigung, was? Es ist auf jeden Fall gut zusammengefasst formuliert. Was? Dass sie auf Droge sind oder was? Ja. Also so von dieser, wir sind, also hier auch Lego-Movie war das mit Everything is Awesome. Ne, das passt ja genau dazu. Also es ist ja so dieser Habitus, den man gerne in Großkonzernen vorfindet, der auch in Agenturen sehr gefördert wird immer. Ja, ich meine, das ist ja auch alles awesome. Um das mit dem Motivationspodcast übrigens nochmal ganz kurz zu adressieren. Der arme Christian, der befindet sich im Moment gerade in einer Dauerbaustelle. Er hat nämlich seine Küche rausreißen müssen daheim. Und es fing damit an, dass er mir ein Foto von der Baustelle geschickt hat. Und ich habe ihm dann geantwortet, hey, alles super. Es sieht da aus wie, ist doch nur eine Fleischwunde. Ja, einmal kurz Beton drüber gießen, alles wieder gut. Daraufhin meinte er, Motivationspodcaster werde ich wohl nicht. Und dann habe ich ihm halt eine Nullnummer Motivation eingesprochen. Und da, so kam das zustande, weil der Christian und ich sind so eine kleine Threema Voice Messaging Selbsthilfegruppe. Ja, also wir schicken uns da hin und wieder mal so kurze Nachrichten. Und das war eine davon. Und sehe mal, was er angerichtet hat. Ihr könntest ja sagen, das ist der deutsche Motivationspodcast, Demotivation. So ist es. Ich hoffe, dass er inzwischen seine Küche schon weiter renoviert hat. Also es hoffentlich muss mal wieder ein aktuelles Bild anfordern da.
das geht natürlich nicht, wenn er immer die alten Zeitungen erst liest, die er da ausgräbt aus seiner alten Schüttung. Das dauert dann natürlich eine Weile. Das kann dauern. Also okay, das hat sich jetzt mit dem Motivationspodcast also aufgelöst. Also nach wie vor, ich könnte dich dafür angucken, dass du das könntest. Ob du das wolltest, wäre eine andere Frage. Wie wäre es mit einer Motivationsrubrik im Sendegarten? Martin und Dirk. Ja, wir beide. Wir motivieren ja, Podcast Nation. Ja, als erstes motivierst du mal mich dazu und dann können wir auch alle anderen motivieren. Bei mir ist so ein bisschen, merke ich immer wieder, bei mir ist so ein bisschen die Luft raus, aus der Begeisterung für diese Podcast-Welt. Irgendwie komme ich da, also verliere ich so ein bisschen den, wie soll ich sagen, Kontakt oder so. Dadurch, dass das überall taucht dieser Begriff Podcast auf. Also es hat irgendwie seine Besonderheit so ein bisschen eingebüßt. Taucht ja überall auf und gleichzeitig geht bei mir so ein bisschen der eigene Antrieb, das zu machen, weil es irgendwie was Besonderes ist oder weil ich mich selber mal ausprobieren will. Kann ich denn überhaupt am Mikrofon bestehen? Ich glaube, das kann ich jetzt inzwischen abhaken und sagen, joch, das wird schon irgendwie werden oder wird schon irgendwie gehen. Da ist so ein bisschen bei mir die Luft raus. Das merke ich sehr deutlich und das macht mich nicht gerade glücklich. Da kann ich so ein bisschen Motivation schon gebrauchen. Vielleicht muss ich mit dir auch anfangen, Sprachnachrichten auszutauschen. Aber vielleicht richtest du die Neugierde, wie man diese Motivation erhält, ja einfach auf meine Herzallerliebste hier, weil die hat sich ja jetzt während überall die Welt des Podcasting entdeckt, dazu entschlossen, ausgerechnet mit mir einen Podcast anzufangen. Ja, das ist mutig. Aber da bin ich Susanne, doch was hat dir den motiviert. Mut dazu gegeben? Wieso den Mut? Also ich kann ja, weißt du, das Ding ist ja, der Dirk und ich, wir sind ja rein von der Art und Weise sehr ähnlich. Wir sind beide extrovertiert, wir quasseln die ganze Zeit. Auch nach 13 Jahren Beziehung können wir uns tatsächlich immer noch über Dinge unterhalten und entdecken neue Sachen. Wir sind da auch immer wieder überrascht, aber ja. Genau, und deswegen, uns geht der Gesprächsstoff eh nie aus, ja. Und dann sehr schön. Können wir das auch an einem Thema festhakeln. Und gibt es ein besseres Thema als Vampire, jetzt mal ehrlich? Ja, also. Das ist, das, da, also das mit dem Anerzähler, also Nummern zu Themen zu machen oder auch diese To-Debate-Geschichte, wo du versucht, oder wo ihr, oder nicht versucht habt, also wo ihr euch Themen genommen habt und dann darüber zu debattieren, der ist aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch nicht mehr, ne? Der ist zu Ende gegangen. Genau, der ist mit Folge 106 in Rente gegangen. So, okay. Wir haben einfach mal alles fertig debattiert. Wir haben alle Probleme der Welt gelöst, das kann man jetzt da nachhören. Und deswegen sind wir fertig. Okay, also dann. Ja, das ist ja das übrig jetzt gebliebene ist ja nur noch Spaß. Problem, nur noch die Motivation, das passt ja dann. Genau. Alle Probleme der Welt gelöst, sehr gut. Nur die Motivation nicht, genau. Das ist das, eins ist übergelassen worden. So, und ich habe die Frage vergessen. Lars, frag du mal irgendwas. Ich suche mal gerade in meinem Kopf. Was soll ich denn fragen? Was frag halt was nass. Was das mit war Schokolade? Schon eine Frage. Zum Spielen. Ah, das und ist Schokolade. Geschickt. Ja, hätte ich auch gerne. Genau. Oh mein Gott, die Vorlesungen folgen online. Jetzt habe ich es nicht verstanden, weil ich drüber geredet habe. Nochmal. Sind nicht mehr alle Anerzählerfolgen online? Der Anerzählt läuft ja im Moment auf Autopilot. Das heißt, der veröffentlicht jeden Tag per Zufall einen aus den 4 Jahren, die er lief, entstandene Episode. Und das ist nicht mehr der vollständige Katalog, weil, sagen wir es mal so, gerade so am Anfang der Anerzählerzeit habe ich es nicht immer so ganz genau genommen, mit was ich da so alles reingeschnitten habe. No risk, no fun. Ja, und heutzutage schauen mir zu viele Computer über den Backkatalog, deswegen filtere ich das so ein bisschen. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, von den 1000 und ein paar Folgen, die ich produziert habe, sind bestimmt so um die 900, ja, sind nach wie vor online. Okay. Aber wo du das gerade ansprichst, von wegen, also ich vermute mal, Copyright-Verletzung ist das Stichwort, was du da
nicht ausgesprochen hast. Ja, ich habe halt manchmal Musikfolgen gehabt, das waren meine Lieblingsfolgen und dann habe ich natürlich, wenn ich über ein Musikstück rede, das zu meiner Episode passt, habe ich das auch angespielt, ja. Und das, aha, genau. Das geht halt, das, damals habe ich mir gesagt, kleines Hobbyprojekt, ja, im Zweifel nehme ich es halt offline, falls sich jemand aufregt drüber und jetzt ist es halt so, langsam kannst du ja nicht mehr kontrollieren, wer sich vielleicht drüber aufregen könnte und deswegen habe ich da meinen Katalog einfach mal gereinigt. So sieht's aus. Ich habe heute zur Vorbereitung die Episode Tanz der Vampire gehört und habe mir gedacht, oh, da sind doch tatsächlich O-Töne drin. Das ist aber mutig. Ja. Aber ich habe es gerade schon von Susanne gehört, no risk, no fun. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Also wir haben zum Glück auch noch ein Zitatrecht und so. Ne? Exakt. Also wenn du dich genau mit dem Thema auch wirklich befasst und das Ding halt zur Illustration dessen, worüber du dich gerade unterhältst, hernimmst, dann ist es vom Zitatrecht gedeckt. Irgendwas anderes natürlich dann wieder nicht mehr, aber das kann der Dirk wahrscheinlich alles sowieso viel besser erzählen. Ja, also es gibt ja schon so eine Linie zwischen ich probiere gerne auch Dinge einfach mal aus und ich schrecke jetzt auch nicht davor zurück, einfach mal auch in Kauf zu nehmen, dass vielleicht hin und wieder auch mal eine Grauzone existiert. Aber was jetzt dieses spezielle Thema angeht, da bist du auch nicht der Erste, der das fragt. Also zwei Sachen. Erstens nehme ich nicht einfach Originaltöne aus dem Film, sondern wir nehmen uns selber auf, wie wir darüber reden, was wir auf der Leinwand sehen. Also ich passe auch auf, dass es im Wesentlichen ein Mitschnitt von unserem Gespräch ist, unsere Kommentare. Und das Zweite, man hört natürlich trotzdem so ein bisschen in deutlich schlechterer Audioqualität im Hintergrund, was da läuft. Aber da ist es dann auch so, dass ich, dadurch, dass unser Podcast sich ja wirklich en Detail mit diesem Film beschäftigt und mit dem, was wir da auf der Leinwand sehen und wir das auch bearbeiten, würde ich sagen, es ist zumindest sehr wahrscheinlich von einem Zitaterecht gedeckt und sollte sich jetzt jemand im Falle vom Tanz der Vampire so leidenschaftlich mit unserer vermeintlichen Verletzung des Urheberrechts auseinandersetzen wollen, dann soll er sich melden, dann nehme ich diese Folge halt offline. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn man das wirklich durchdiskutieren würde, würde da eigentlich kein Problem entstehen. Ich kann deiner Argumentation sehr gut folgen. Ich sehe da kein Problem drin. Ich habe allerdings einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das Originalmitschnitte vom Moment des Zuschauens gewesen sind. Also da war also im Prinzip die Vergangenheits-Susanne und die Gegenwart-Susanne auf einer Tonspur und da habe ich so ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich es irgendwann begriffen. Natürlich, so hätte man es auch gemacht, wenn man es gemacht hätte. Wie ist denn... Also ich muss das nochmal fragen, wie kommt ihr denn auf das Genre Vampirfilme? Also jetzt kann ja jeder von sich alleine erzählen, weil das haben wir ja schon erfahren, ihr hattet, bevor ihr das gemeinsame das gemeinsame gefunden habt, habt ihr ja schon jeder für sich Vampirfilme gut gefunden. Was ist die Faszination daran, Susanne? Naja, also Buffy ist ja wohl ein Klassiker aus den 90ern. Ja, und die Sprüche und die Art und Weise und ach, ich weiß nicht, wie oft ich die geguckt habe, ehrlich gesagt. Okay. Ja, und dann Tanz der Vampire habe ich ja auch geguckt schon, da war ich 12. Ich glaube, das war mein allererster Vampirfilm, den ich damals gesehen habe. Und dann ging das halt so in einem fort. Ich meine, irgendwann mal haben ja die so TV und... Filmemacher das Thema Vampir richtig entdeckt, weil da kann man ja mit eine Menge rumspielen, was so Vampire alles können und was sie nicht können und wie das so ist und wie man sich das so vorstellen müsste, wenn die jetzt wirklich existieren. Und da ging das schlagartig nach oben, diese Anzahl von Vampirfilmen. Und ich meine, Buffy ist ja nur ein Einstieg. Wir haben zum Beispiel zusammen True Blood angeguckt. Kann ich auch nur empfehlen als Serie. Weil so stellt man sich tatsächlich eine Welt vor, wenn jetzt Vampire aus dem Hinterhof kommen würden und sagen würden, wir existieren und es gibt jetzt Blutplasma und wir können uns davon ernähren. So stellt man sich das vor und nicht wie diese polierten Vampirgestalten aus Vampire Diaries oder Twilight oder so. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie... Ich meine, wir sind halt auch Kinder unserer Zeit, ja. Also wir haben all die üblichen Dinge, mit denen wir unsere Freizeit verbringen. Wir Netflixen, wenn wir irgendwie
auf der Couch vergammeln wollen, uns durch die Serien so durch. Wir haben schon immer gerne unsere ordentliche Dosis Superheldenromantik und Actionkino genossen. Und da ist einfach immer wieder mal die Figur des Vampirs dazwischen. Und es ist ja auch wirklich sehr bizarr. Also wir schauen ja nicht einfach nur irgendwelche Vampirfilme an, sondern wir gehen ja nach einem hochwissenschaftlichen Verfahren vor. Nämlich, wir nehmen die Wikipedia-Liste aller dort aufgeführten Vampirfilme, derer sind irgendwie 400 oder so, und haben die zufällig durchsortiert und gehen diese Liste von oben nach unten durch. Und dann findest du halt eine geradezu absurde Bandbreite, was man aus dieser Figur des Vampirs, das ist ja praktisch so das erste Popkulturphänomen, wenn du so möchtest, ja, so Bram Stoker hat es vorgemacht, seitdem ist der als Figur ja überall, und du findest Komödien, du findest Liebesfilme, du findest brutalen Horror, du findest Kritik am Zeitgeist, du findest sehr seltsame, superheldenartige Umsetzungen, findest Trashfilme, du findest Bollywood-Filme mit Vampiren. Das heißt, allein dadurch, dass wir sagen, wir nehmen, was immer da auf dieser Liste steht, ja, haben wir so viel Spaß im Entdecken von zum Teil sehr abstrusen oder sehr interessanten Varianten davon. Das allein macht es irgendwie schon aus. Ja, und dann gibt es ja auch viel so Vampir-Stories in Buchform. Ich erinnere mich, also Bram Stoker's Dracula habe ich gelesen mit 13 und fand es völlig faszinierend, wie das formuliert ist. Und habe dann auch immer wieder mal irgendwelche Vampirbücher gelesen. Ja, ist irgendwie, ja, und ich meine, wo Vampire sind ja meistens auch noch dann wieder irgendwie Werwölfe, und dann kommen dazu irgendwelche Elfen oder keine Ahnung. Die Welt wird ja dann immer größer. Magier und ach. Und was allerdings eine Sackgasse ist, glaube ich, sind Glitzervampire, oder? Ja, das ist eine eindeutige Sackgasse. Ja, nee, das geht gar nicht. Okay, ich wollte sagen, dann kommen noch dazu die Wesen mit den haarigen Füßen. Schöne Grüße an Dani. Ja. Nicht, dass Danny haarige Füße hat, das meine ich damit nicht, sondern er hat diesen Begriff mal geprägt, dass alle Filme oder alle Geschichten, wo Wesen mit haarigen Füßen drin vorkommen, ihn nicht interessieren. Das fand ich so witzig und prägnant. Einfach sehr schön. Aber du hast mir gerade eben nach Nebensatz auch schon eine Frage beantwortet, nämlich wie viele Filme es denn eigentlich so gibt, und über 400 habe ich jetzt gehört, also werdet ihr noch eine Weile beschäftigt Tausende. Sein. Tausende. Ja, wir zählen ja noch, du musst ja auch die Serien davon separat nehmen, ja. Und die haben ja dann wiederum 7, 8 Staffeln zum Teil. Ja, ja. Also das ist auch so der Twitter-Kanal, den ich pflege zum Podcast. Ich habe immer die Angewohnheit, zu einem Podcast an den passenden Twitter-Kanal aufzusetzen. Und für den fange ich auch an, da jetzt momentan Hinweise auf Comics und so Ähnliches reinzupacken. Und da tut sich ein ganzes Universum auf. Also der Vampir ist so als so ein richtiges Popkulturphänomen, weil der ja auch so viel Projektionsfläche bietet. Also der kann mal so eine romantische Figur sein, der man sich hingeben kann. Dann kann das natürlich auch so eine Figur der Stärke sein. Dann kannst du über die Sterblichkeit nachdenken. Du kannst darüber nachdenken, wie wäre es, wenn es so eine Schattenwelt gibt um uns rum, die wir nicht wahrnehmen. Und da sind einfach Vampire schon nochmal eine Ecke faszinierender als, sagen wir mal, Elfen. Ja. Und also es hat halt diesen gefühlt endlosen Ozean an eigentlich ganz fundamentalen Ideen, die man sehr, sehr schön in allen möglichen Geschichten irgendwie bearbeitet sieht. Und da ist es halt einfach nur der, so wie beim Anna-Zelt die Zahl einfach nur der Aufhänger war, ist bei uns halt jetzt praktisch der Vampir die Entschuldigung, dass wir uns über Filme unterhalten. Darauf läuft es im Endeffekt raus. Und lästern. Also endloser Ozean ist ein schönes Stichwort, weil mir ging die ganze Zeit durch den Kopf, das hat irgendwie sowas wie diese Hai-Filme, wo der Weiße oder was weiß ich, was für ein Hai natürlich auch für alles Mögliche immer herhalten muss. Gibt es schon Crossovers, also wo Hai mit Vampir gemischt irgendwie in einem Film vorkommt? Sowas schon noch mal? Noch nicht, aber der Jörn und wir teasen das inzwischen schon so ein bisschen an, weil, soweit ich das weiß, ist sogar noch für dieses Jahr Sharkula angekündigt. Nein! Das wird perfekt. Also wir fühlen uns auch dem High-Alarm seelenverwandt, das muss man wirklich sagen. Also wir sind Fans und Hörer, und ich glaube, das ist gegenseitig, von daher eindeutig, da muss es ein Crossover geben.
Ja, das finde ich allerdings auch. Und vor allen Dingen würde ich fände das total witzig, wenn ihr die Szenen nachspielen würdet, so wie das Tobi und Björn machen halt. Ich möchte da gerne noch eben aus den Shownotes der aktuellen High Alarm Podcast Folge zitieren. Immer her damit. Und ebenfalls von Marc Polonia und schon in der Postproduktion ist Dracula. Darin geht es um den Fluch von Graf Dracula, der in haiverseuchten Gewässern weiterlebt und in einem Urlaubsgebiet Leben kostet. Die Jagd nach der Bestie bringt nur Monsterwahnsinn und Blutvergießen zutage, denn dieser Hai hat die Hilfe von neuen Vampiren, die an seinem Überleben interessiert sind. Der VÖ-Termin steht noch nicht fest, aber es klingt nach einer Crossover-Episode mit unseren Geschwistern im Geiste, dem Podcast Beißen und Saugen von Susanne und Dirk. Der Kreis schließt sich. Genau. Der Kreis schließt sich. Ja, genau. Das ist so schlecht, das wird bestimmt super. Die aktuelle Folge hat dieselben Zutaten, ja. Viel zu viele Zähne, eine Menge Blut und in vielen Verfilmungen auch leicht bekleidete Frauen. Ja. Das ist einfach so sehr viel Parallelen zwischen den beiden Genres. Ist ein bisschen Wolltest du noch was ergänzen, oder? Mach ich später. Okay, alles klar. Jetzt habe ich gerade Claudia irgendwie wahrgenommen. Ist die Frage, wie gut die Haie mit Umhängen klarkommen oder so. Die sich in den Kiemen verfangen. Ein bisschen schwierig, ja. Ich finde das ja faszinierend. Auf der einen Seite entwickelt sich meine Wahrnehmung, also die Welt, die ich so wahrnehme, hin zu Vegetarismus, zu Veganismus, also ne, kein Blut vergießen, die Kreatur schützen und so weiter. Und gleichzeitig entsteht da offenbar ganz großer Bedarf an Filmen, wo Menschen gefressen werden und oder auch das Blut fließt. Das ist schon interessant, finde ich. Also diese beiden Konzepte sind ja nicht ganz deckungsgleich. Ich glaube ja persönlich, dass Vampirfilme auch weiter fortgeschritten sind als Haifilme an dieser Stelle, ja, um das mal gerade einzuwerfen, weil es gibt nämlich schon die Spezies des veganen Vampirs. Das habe ich jetzt von Haien noch nicht gehört. Genau, was der vegane Vampir. Jetzt kommt's. Er ernährt sich nicht von Menschenblut, nein. Er entzieht sich dem Ganzen und trinkt nur Tierblut. Oder aus von der Blutbank, also nicht direkt vom Menschen und tötet dadurch keinen Menschen. Sowas wie die Fruktarier, die praktisch nur essen, was der Baum freiwillig hergegeben hat. Ja, so. Da möchte ich aber noch eben einschreiten und sagen, dass es in Findet Nemo Haie gibt, die also dem Konsum von Fischen abgeschworen haben. Genau, Fische stimmt. Sind Freunde, kein Futter. Gott sei Dank haben wir den Lars dabei als hier unseren Fact-Checker im Hintergrund. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir aber wirklich alles zusammen. Es ist unglaublich. Also man kann gar nicht so schreck denken, wie die Wirklichkeit ist. Ich überlege so, das klingt doch so wie der High-Alarm-Podcast und gibt es überhaupt auch Crossovers in den beiden Genren? Und natürlich, alles gibt es. Es ist schon alles da. Ich bin gerade mächtig geflasht. Also das ist wirklich faszinierend. Großartig. Also es ist wirklich entsetzlich, was bei den Hai-Filmen eigentlich alles auftaucht. Also ich staune jedes Mal wieder. Also da war auch mal dieser Weihnachtshai, den fand ich auch ziemlich großartig. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ich habe mal laut losgelacht in der U-Bahn. Also so die klassische Situation, aber da haben mich wirklich alle angeguckt, weil es ist so aus mir rausgeplatzt, ja. Ich weiß nicht mehr, welcher Hai-Film das ist, aber der spielt irgendwo im Gebirge im Winter. Und es ist, sind Haie, die irgendwie durch den Schnee dann da irgendwie rauschen. Und das ganze Szenario, das mich da so zum Lachen gebracht hat, war, dass natürlich im Tal eine Bikinishow war. Ja, also du hattest im Tal sind dann in so einem Wirtshaus Mädels im Baywatch-Kostüm rumgestarkst, während dann Haie durch den Schnee Richtung Tal gerauscht sind. Ja, und diese Vorstellung allein fand ich zum Brüllen. Das war der heißt Snow Sharks tatsächlich. Der Titel ist sehr simpel. Warum auch nicht? Natürlich. Ja, aber überleg dir das jetzt mal aus AutorInnen-Perspektive. Ja? Du musst jetzt irgendwie zusehen, ne, dass dieser Hai irgendwie an seine rote Rettungsboje kommt, weil woran soll man sonst erkennen, dass es ein Hai ist? Ja, ja klar. Ne, also das muss man schon irgendwie einfädeln. Es geht ja nicht anders.
Was willst du machen? Ja, ist auch voll enttäuschend. Echte Haie sind ja weit weniger spannend als die in dem Film immer, ja. Also die würden dich noch nicht mal beißen wollen. Selbst wenn du dich denen anbietest, würden die das nicht wollen. Menschen. Ja, Das machen ja die richtig guten Vampire auch nicht. Da bietest du dich an und sie beißen dich nicht, ja. Ja, nur wenn sie total in dich verliebt sind. Ja, natürlich. Das ist dieser... Das ist die 400 Jahre alte Vampir, der jetzt mit der 17-Jährigen zusammen ist, ne? Ja, genau. Und die so sehr liebt, dass er seine überschwellenden Begierden im Zaum hält. Stattdessen den Hasen jagt. Ich hab da gerade so ein Bild im Kopf, wie so ein Typ durch den Wald hüpfelt, den Hasen hinterher. Mit so einem Holzflock, ja. Weil der war gerade eh noch da. Ja. Vom letzten, der irgendwie vorbeikam, um ihn irgendwie umbringen zu wollen. Ja, ja. Ja, oh Gott, oh Gott, also das ist ja, sowas wie Vampire Diaries oder auch bei Twilight ist ja das im Prinzip diese Idee, wo man sich wirklich denkt, also ich war schon irgendwie mit 25 nicht mehr gewillt, mich mit 17-Jährigen zu unterhalten. Warum sollte ich das mit 150 tun, ja? Ja. Vielleicht wird einem ja in der Ewigkeit langweilig, also... Kann ja passieren. So langweilig. Und dann gehen die auch noch freiwillig in die Schule. So, ja. Überlegt doch mal, wer von euch freiwillig sich nochmal in die Realschule oder ins Gymnasium setzen würde, nur um die 17-Jährige, die da drin sitzt, in die du verliebt bist, zu beeindrucken. Gibt es irgendwie eine Angabe darüber, wie viel Drogen man vorher kriegt? Ja. Wir gleiten ab. Ich hab mal eine praktische Frage, weil ich kenne mich mit Vampiren nicht aus. Dass sie da Blut zu sich nehmen, ist das jetzt mehr so Dessert oder ist das die Hauptnahrung? Das ist die Hauptnahrung. Aber das kommt jetzt auch wieder drauf an, was für einen Film du anguckst, ja. Weil in manchen Filmen können Vampire auch normale Sachen noch essen oder halt gar nicht, sondern nur Blut. Dann haben wir ja letztens einen Film angeguckt, Blood for Dracula, und der konnte sich nur von Jungfrauenblut ernähren. Also ich meine, da gibt es die wildesten Abstufungen. Der wurde schlecht, wenn es kein Jungfrauenblut war. Aber der hat auch immer gleich das ganze Blut zu sich genommen, sodass er das dann zu spät gemerkt hat. Ja? Also es ist wie eine Lebensmittelvergiftung. Food Poisoning. aber das ganze Blut heißt dann für die Blutspenderin das Ende des Lebens. Oder? Ja, aber die wird ja dann auch Vampir. Naja, und da gibt es ja auch wieder Verwicklungen, weil nur weil du jetzt vom Vampir gebissen wirst, in manchen Filmen wirst du dann zum Vampir, aber in anderen Filmen muss dann der Vampir dir auch noch Blut geben, damit du zum Vampir wirst. Und in anderen Filmen wiederum musst du Vampirblut trinken zusätzlich und sterben. Und dann Menschenblut trinken. So ist es doch bei Vampire Diaries. Genau. Ja, da brauchst du das Vampirblut. Weil, wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du es nicht kompliziert machst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir nicht inzwischen alle von Vampiren überrannt wurden. Weil wenn tatsächlich so der reine Biss ja schon reichen würde, dann wären wir ja schon längst alle Vampire. Brauchst mehr Galama, weil sonst geht es zu schnell. Naja, bis auf die sich durch den Biss in ein Hai verwandeln. Genau, hier in diesem Gewässer gibt es keine Vampire, die werden alle von den Haien gefressen. Oh Mann. Ja, also gut, Logik darf man in beiden Genres nicht unbedingt erwarten. Also, angefixt durch den Hai-Alarm-Podcast habe ich mir tatsächlich hier irgendwie ich habe auf YouTube irgendwie zwei solche Hai-Filme gefunden und dachte, die Titel habe ich auch schon mal gehört, guckst du dir mal an. Und es ist unglaublich. Also, was Björn auch mal sagte, U-Boote werden grundsätzlich mit dem Joystick gesteuert. Das darf man natürlich auch überall laufen. Das ist einfach zu schräg. Aber so, um sich quasi zu belustigen oder zu wie nennt man das denn? Wenn man nicht Spaß nachdenken haben. Möchte. Hm? Spaß haben. Ja, zum Beispiel. Genau, Spaß haben. Wobei sich einige der Hai-Filme unfassbar ziehen. Also es ist, das ist dann eben langweiliger Trash teilweise. Also wenn es richtig schön trashig ist, dass ich die ganze Zeit sage, oh nein, das ist super, super witzig. Aber zwischendurch gibt es eben die Filme, die sich irgendwie viel zu ernst nehmen und dann
sich einfach nur hinziehen, weil sie irgendwie die Einstellung noch so zeigen müssen, und man sitzt da so, meine Güte. Kann ich also mal wenigstens irgendwer gefressen werden? Ja, irgendwas. Oder irgendeinen total dämlichen Spruch oder irgendwas. Aber wenn die sich dabei eben auch noch zu ernst nehmen, dann wird's teilweise echt zäh. Da gibt es ein gutes Grundrezept dafür. Einfach immer in der Gruppe gucken. Dann wird es nämlich auch garantiert lustig, egal was für einen Film du guckst. Ja, da hatten wir es heute auch von. Also wir schauen ja diese Vampirfilme und wir hatten jetzt auch mal einmal den Fall, über den wir ja gerade eben gelästert haben, der Vampir mit diesem Jungfrauenblut, der war wirklich schlecht. Der war auch von niemandem geringeren als Andy Warhol und der hat es natürlich als Kunst verstanden und hat damit auch noch den Kommunismus kritisiert und ich weiß nicht was, aber der Film war, wenn man mal ganz nüchtern draufschaut, einfach nur Müll. Und total. Zwar wirklich schlechter Müll. Also das ist, und wenn ich den alleine gesehen hätte, hätte ich ihn nicht fertig geguckt. Damit fängt es schon mal an. Ja, da wir den zusammen geguckt haben, konnten wir, dann haben wir sozusagen, wir sehen es ja als Servicedienstleistung an unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, also wir gucken den, damit ihr den nicht gucken müsst. Und der Spaß kommt dann für uns dadurch zustande, dass wir das dann hinterher besprechen. Und das ist tatsächlich auch in Kombination mit diesen Mitschnitten von der Fernsehcouch entsteht auch nochmal wirklich mehr, als wenn ich einfach nur den Film nacherzählt bekomme. Also es ist, gerade je schlechter der Film, desto schöner unser Gelästere, ja, so muss man das irgendwie dann auch sehen. Und dadurch wird es dann wieder entertaining. Alleine würde ich mir noch nicht mal irgendwie, also wir hätten den Film wahrscheinlich, wenn wir den alleine hätten angeguckt oder nicht für den Podcast, dann hätten wir den nach ungefähr, 10 Minuten beendet. Ja. 10 Minuten? Ja. Ich hätte nicht so lange durchgehalten. Du meinst, in dem Moment, wo sich diese Grazien entblößt haben, hätten wir ausgemacht. Ja, ja, und unser Sohnemann hat auch tatsächlich irgendwo mittendrin aufgegeben. Der ist dann einfach gegangen. Ja. Aber dann erzählt doch mal über das Setting. Also ihr setzt euch gemeinsam ins Wohnzimmer, entweder zu zweit oder mit der ganzen Family oder so, hat dann jeder ein Mikrofon in der Hand und der Rekorder läuft die ganze Zeit. Gibt es irgendwie Spielregeln? Darf man rausgehen, mal zur Toilette oder nicht oder so? Gibt's Nüsschen? Wie ist das Nüsschen? Ja, ich bin allergisch gegen Schmatz- und Essgeräusche. Die keine Nüsschen, während wir gucken. Nee, also in der Regel, wir verabreden uns halt, ja, wir treffen uns dann und dann und dann setzen wir uns ins Wohnzimmer. Meistens haben wir schon mal geguckt, ob wir diesen Film irgendwo herbekommen, weil manchmal müssen wir den ja auch irgendwie runterladen oder die DVD tatsächlich bestellen. Ich will ja sagen, die waren bis jetzt immer legal. Also weil du jetzt gerade hier so den Eindruck erweckst, wir müssen den irgendwo runterladen. Nein. Aber wir haben schon Filme importiert auf DVD, weil man die wirklich nirgendwo streamen konnte, ja. Und mehrere Filme sind aus UK unterwegs. Ich nehme an, die brauchen erst noch einen LKW-Fahrer, der die Dinger verschippert. Ja, genau. Und im Moment wohnt ja nur ein Kind bei uns. Und der entscheidet sich dann ab und zu mal mitzugucken oder mal auch nicht, je nachdem, ob er da ist oder nicht. Und und dann gucken wir uns halt den Film an. Wir haben ja noch diese Eigenart, dass wir sehr gerne Filme im Originalton schauen. Ja, und hoffen dann immer, dass wir entweder die englische Version finden oder halt dann die passende mit Untertiteln. Ja, und was wir schon mal gemacht haben, ist, wir haben italienischen Film im italienischen Originalton mit deutschem Untertitel geguckt und haben dann festgestellt, eigentlich wurde der Film zwar auf Italienisch veröffentlicht, aber die Schauspieler ganz offensichtlich waren alle Franzosen und das sieht man ihnen dann auch an. Ja, reden alle Französisch. Und denke, aber es, und die sagen immer Ei. Ach nee, das ist ja gerade, das ist ja ein Haifilm. Jetzt bin ich in den falschen Genre gerutscht. Das war Black Sabbath. Genau, Black Sabbath war das. Der Film, dem die gleichnamige Metalband ihren Namen übrigens verdankt. Und dann, wir haben halt, ich habe so Rode Go Funkmikros. Und die sind mit einem Zoom-Rekorder verbunden. Das heißt, wir sitzen auf der Couch, haben jeder so ein Möbel dran und schauen halt und reden dabei gelegentlich. Und das wird alles so, wie es läuft, aufgenommen. Und danach gehen wir hier in unser Studio und unterhalten uns über den Film. Das war jetzt übrigens das Pärchen, wie es macht alles der Dirk. Also das Reden machen wir schon gemeinsam. Ja, das Reden schon, aber dann nachher das Schnippeln und so und fertig machen, das macht alles der Dirk. Ja, ich bin aber dann dafür zuständig zu sagen, dass es gut klingt. Ist
Suchst du dann vor der Nachbesprechung die Schnipsel, also die Live-Mitschnitte raus, oder ist das etwas, was du nachträglich einfügst? Also wir nehmen alles auf, dann habe ich sozusagen auf meinem Rekorder den kompletten Mitschnitt von dem Film. Dann gehen wir hier in unser Studio und besprechen den Film. Da ist normalerweise wenig bis gar keine Pause dazwischen. Vielleicht trinken wir einen Schluck oder so oder gucken mal kurz noch was im Internet nach. Aber wir setzen uns dann direkt hin und formulieren unsere Eindrücke. Und dann habe ich sozusagen unsere Nachbesprechung und die Filmspur als Rohmaterial. Und danach, sobald ich irgendwann dazukomme, setze ich mich hin und gehe als erstes Mal durch die Filmspur durch. Und man sieht es sehr, sehr deutlich, weil einfach der Film natürlich wesentlich weiter im Hintergrund ist. Man sieht sehr deutlich, an welchen Stellen wir geredet haben. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich schneide dann einfach mal alle Stellen raus, an denen wir gesprochen haben. Und die höre ich dann kurz Probe und behalte dann die Teile, die halt witzig sind, interessant sind, die irgendwie Spaß machen, wenn man sie hört. Und dann erst gehe ich durch die eigentliche Nachbesprechung durch und vermische das sozusagen. Insgesamt habe ich sozusagen wenn wir 2 Stunden Film geguckt haben, habe ich danach nochmal 6 Stunden Spaß. Vielleicht auch mal. Oder viel. Arbeit wahlweise, ja. Also Spaß. Für mich ist das Spaß, aber ich bin komisch. Nee, du bist motivierend. Motivierend bin ich, ja. Hast du schon mal über einen Motivationspodcast nachgedacht? Ich habe da so ein Déjà-vu. Den müssten wir aber als Pärchen machen. Oh. Ja, warum nicht? Motivier mich. Ist doch ein schöner Titel. Okay, also dann ist Susanne im Prinzip raus an der Stelle. Also du darfst dann da bei der Live-Vorführung bisschen reden und dann bist du aber, ach nee, und dann bei der Nachbesprechung auch, aber bei diesem ganzen Zusammenschneiden, dann bist du nicht mehr dabei. Die technische Arbeit überlässt sie mir, aber der eigentliche Inhalt ist ja natürlich zu 50% Susanne in dem Fall, ja. Und danach, was dann noch passiert, ist ja für uns mindestens, also wir haben da genauso viel Spaß wie am eigentlichen Film. Jede unserer Episoden hat ja auch noch ein Filmplakat. Das heißt, wir verschandeln ja immer noch das Original-Filmplakat, indem wir da, und bevor die Frage kommt, wir machen Gebrauch von dem Remix- und Meme-Gesetz an dieser Stelle, ja. Das heißt, wir nehmen das Filmplakat und montieren uns da selber rein und verändern das, sodass es unser Episodenplakat sozusagen wird. Da ist es dann das Fotomodel, das dann dafür. Also ich finde, ich sehe auch wundervoll aus, in wallenden Locken, im Piratenkorsett, ja. Mit Schwert Toll. In der Hand. Ja, natürlich. Hallo? Ich habe nur eine Handkreissäge. Oder mit der Axt, ja? Oder? Ja, also diese Plakate bauen wir dann halt auch noch. Und was ich dann auch noch mache, ist hin und wieder mal so Schnipsel, die halt interessant sind, rauszunehmen. Und das Einzige, was vielleicht noch raussticht, ist manchmal, fast immer eigentlich, bis auf 2 Episoden haben wir eigentlich immer noch auch kurz noch eine Zusammenfassung eingespielt. Ja, so auf 30 Sekunden. Wir haben versucht, den Film in 30 Sekunden nachzuspielen. Ist jetzt bei Tanz der Vampire nicht dabei gewesen, aber bei fast allen anderen Filmen ist ganz am Anfang so eine kleine improvisierte theatralische Darbietung von uns zu hören. Genau das, von dem ich gerade gedacht habe, dass es vielleicht noch dazukommen sollte. Sehr gut, auch schon da. Meine Güte, ich kann keine Ideen mehr entwickeln, die nicht schon veröffentlicht sind oder gebraucht worden sind. Wunderbar. Ist wunderbar. Nicht so ausgefeilt wie im High Alarm, ja, sondern ist einfach nur spontan unseren ersten Eindruck des Filmes zusammengedampft auf ein paar Sekunden. Manchmal haben ja Menschen so ein bisschen Scheu davor, in ein Mikrofon zu sprechen. Bei Dirk stelle ich die Frage gar nicht, aber bei dir, Susanne, war das für dich von vornherein kein Problem oder hast du so auch schon mal so ein bisschen am Anfang so gefremdelt und gesagt, so klinge ich, das ist meine Stimme, das ist aber ganz fremd, will ich das ja, wirklich weitermachen? Das ist tatsächlich total so? Komisch. Hm? Ja, also ich muss mich auch erstmal an meine eigene Stimme gewöhnen, ich kenne die ja so gar nicht, wenn ich mich höre. Und habe dann festgestellt, ich klinge wie meine Schwester. Oder meine Schwester klingt genau wie ich. Ja, und das ist irgendwie total seltsam. Und wenn ich dann den Podcast höre, dann stelle ich auch fest, welche Worte ich öfter sage, ja. Und das geht mir dann selber so auf den Keks. Oder zum Beispiel, dass ich mitten im Satz einfach einen neuen Satz anfange, weil mein Gedanke halt schon weiter ist und ich kann dann meinen Satz nicht beenden irgendwie. Ja, ist auch irgendwie komisch. Also ich glaube, durch diese 9 Folgen, die wir jetzt haben oder so, ich trainiere mich da auch voll allein vom Zuhören und vom Sprechen her, das verändert sich irgendwie.
definitiv auch die ersten zwei, drei Folgen waren für uns ein bisschen seltsam. Also wir sind hier in dieses Studio gegangen und das war ja immer so, meine Domäne war Podcasting. Das ist ja jetzt mein 8. Podcast, ja. Und irgendwie war doch Podcasting immer was, das ich mache. Und wir haben immer gesagt, wir wollen gerne mal was zusammen machen. Trotzdem war natürlich dann erstmal, als wir dann beide vorm Mikro saßen, war das seltsam. Und was man gerade am Anfang dann auch gemerkt hat, war, wir mussten uns erstmal so ein bisschen einschaukeln aufeinander. Also wie wir uns die Bälle zuspielen, wir wussten ja auch noch nicht, wie der Podcast dann zum Schluss klingen wird, so in Summe. Und das ging wirklich schnell, das sich aufeinander einschießen. Und es ist interessant, wenn du dann dich selber als Pärchen auch nochmal hörst, weil ich mache ja auch viel so, also die meisten meiner Podcasts sind ja mit mir alleine vom Mikro. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man es eh gewohnt ist, in Gesprächssituationen zu sein. Und das war für uns schon, wir reden zwar sehr gerne miteinander, aber als wir uns zum ersten Mal vors Mikro gesetzt haben, haben wir, das ist wie beim Miteinander tanzen, ja, wir mussten erstmal drum ringen, ob jetzt jemand die Führung bekommt oder nicht, bis wir dann festgestellt haben, es muss niemand führen, ja. Es kann auch einfach laufen. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir sind beide gewohnt, irgendwie den Ton anzugeben, insofern. Jetzt wissen wir halt, dass sie die Chefin ist und alles gut. Oh. Ich finde, wir ergänzen uns super. Prima. Wenn das so ausgeht, ist doch richtig, richtig gut. Habt ihr denn Rückmeldung von Hörenden? Wie kommt das an? Gibt es Fangemeinden für Vampirfilme? Habt ihr da irgendwelche Informationen? Also gibt es Fans? Ja, natürlich gibt es Fans. Also ich meine, es würde keine Tausenden von Serien und Filmen dazu dem Thema geben und Comics und Bilder und Manga und weiß nicht was, wenn Vampire nicht eine riesige Faszination hätten. Es gibt, ich habe jetzt letztens gelesen, hier in Frankfurt gibt es ein Live-Action-Roleplay-Game, wo Leute eben Vampir spielen, hier in Frankfurt. Und zwar, die spielen einfach, sie wären echte Vampire, treffen sich hier regelmäßig. Und Im Dunkeln, ja, nachts, das ist immer nachts, ganz klar. Also es gibt ganz viele Subkulturen, wie es halt immer so ist. Ja? Du fängst sowas an und dann tut sich so ein Universum auf von allen möglichen Spielarten im Prinzip. Und da ist es nicht anders. Also gar keinen Zweifel, dass es da viele Fans gibt. Jetzt sind wir aber ganz am Anfang mit dem Podcast. Der jetzt seit zwei Episoden hebt das Ding ab. Ganz am Anfang waren das Freunde und Familie und befreundete Podcast-Community, die den gehört haben. Das heißt, die ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war natürlich irgendwie aus dem Fotomenschen anerzählt und befreundeten Sendegarten-Umfeld. Ja, also so Leute wie der Christian Bettnarek haben früh reingehört und Feedback gegeben. Der Jörn hat reingehört und Feedback gegeben und so. Und jetzt ist es dann so, dass seit zwei Folgen verdoppelt sich mit jeder Folge die Anzahl Downloads am ersten Tag. Das ist tatsächlich im Moment gerade was abhebt. Wir haben über 100 Follower, die auf Twitter jetzt uns inzwischen folgen. Das heißt, ist alles noch im Aufbau. Wir machen das ja jetzt gerade mal zwei Monate, aber es scheint Fans zu geben, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Aber wir baden jetzt nicht in einem See aus Rückmeldungen. Auf die warten wir noch, aber dafür brauchst du einfach wirklich eine entsprechende kritische Masse. Also die Leute springen ja jetzt normalerweise nicht gleich aus dem Gebüsch. Wir haben ein paar wenige nette Meldungen bis jetzt bekommen, aber da geht noch mehr. Und bevor ihr fragt, nein, wir werden uns nicht dieser Vampir-Community anschließen und nachts als Vampire durch die Frankfurt huschen. Vielleicht haben wir das aber auch schon und sagen es nur nicht, weil Vampire leben ja im Schatten und im Geheimen. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verblüfft, wo du sagst, ihr macht das seit zwei Monaten, weil ihr habt ja schon recht viele Episoden dann für zwei Monate, also ist das jetzt, hat euch das so mitgerissen, dass ihr dann jeden zweiten Tag aufs Sofa gegangen seid? Oder wie kommen so viele Folgen zusammen dann in der kurzen Zeit? Ja, zwei Monate sind 8 Wochenenden, jedes Wochenende einen Vampirfilm gucken. Also. Macht 9 Folgen. Hm? Ja, kommt hin. Haben wir jetzt die 9. Also ungefähr. Die 9. haben wir sozusagen zur Feier der Einladung in den Sendegarten jetzt diese Woche schon veröffentlicht. Die hätte sonst noch ein paar Tage hängen müssen, bevor ich damit fertig werde. Ausbluten, sozusagen. Mhm. Genau. Wir konnten uns einfach nicht zurückhalten. Van Helsing war so ein toller Film. Ja, der war wie ein Upper Medley. Ja. Also es war alles in diesem Film drin, was es so gibt. Geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Ja.
Van Helsing. Das klingt wie so ein Action-Mensch. Wie ist der denn noch? Ja, die Hauptfigur ist der Darsteller, der später Wolverine spielt. Hugh Jackman. Genau. Und Kate Beckinsale tänzelt da in einem andalusischen Blusentraum mit Korsett rum und gibt da die Warrior Princess in dem Ding. Das Ganze startet mit Frankensteins Monster in Schwarz-Weiß, läuft dann zu Dracula über, hat eine Szenerie wie Star Wars. Zwischendurch erinnerst du dich an Indiana Jones und an die Schöne und das Biest. Hast im Moment, bevor du eine Verfolgungsjagd von Dr. Jekyll und Mr. Hyde erleben darfst, Musik von der Fluch der Karibik hörst und dich fragst, meint ihr das eigentlich ernst, was ihr hier jetzt gerade abfeuert? Ja. Werwölfe gibt es natürlich auch. Und, natürlich. Ja, War ein Rausch der Gefühle, dieser Film. Und Alien-Eier. Alien-Eier gab es auch noch. Und fliegende Vampir-Fledermäuse. Und Vampirinnen, Vampirfrauen ohne Nippel. Womit sich der Kreis wieder schließt. Ja, genau. Okay, vorher wurde darüber geredet, ob man das Wort Nippel hier verwenden darf oder nicht. Aber natürlich darf man das im Sendegarten. Das ist ja genau. Hier kein Facebook-Angebot. Das war die Auskunft. Ja, wir haben auch nichts gegen Nippel. Hat hier irgendjemand was gegen Nippel? Nö. Na also. Ja, also um das auch zu erklären, in dem Film gibt es drei so Vampirinnen, ja, die so in wallenden Gewändern vor sich hin zischen. Und immer wenn die sich von einfach nur Vampir mit Zähnen zu Monster-Vampir verwandeln, dann haben die so Flügel und werden zu so, ja, so dämonischen Fliegemonstern. Und da sind die dann ganz schlagartig nach der Verwandlung irgendwie nackt mit Fledermausflügeln, aber sie sind natürlich nicht nackt, ja. Also zum Beispiel haben die keine Nippel. Und da haben wir uns dann in der Folge mal irgendwann ausgiebig darüber unterhalten, ob die eigentlich, wären die Nippel zu sehen gewesen, dann sofort nur noch ab 18 zu gucken gewesen wären, diese Szenen. Und warum die Nippel wegretuschiert wurden. Und die Frau Prims hat dann zum Besten gegeben, also die hat mir eigentlich eine sehr plausible Erklärung geliefert. Hab ich. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Oh, okay. Ach so, ja, die Nippel von Frauen sind gefährlich. Ja. Weil man sieht ja die Nippel der Männer, die sich da in irgendwelche Werwölfe verwandeln. Eindeutig, ist gar kein Problem. Männernippel sind anscheinend nicht gefährlich für arme kleine Kinderseelchen. Ja. Aber Frauennippel, Genau, die Herleitung war, Horrorfilme werden ja ab 18 freigegeben, um Kinder zu schützen. Und wenn jetzt Filme, in denen man Nippel sieht, auch ab 18 werden, dann heißt es ja wohl, dass Frauennippel genauso gefährlich für Kinder sind wie Männernippel. Und deswegen wie Horrorfilme, jawohl. Und da habe ich was gelernt. Da muss was dran sein. Ja, sounds legit. Das ist eine treffende Logik, ja. Das ist eine treffende Logik. Ja, klasse. Seht ihr mal, in welcher Tiefe wir das analysieren, wenn wir das gucken. Service am Hörer, war das nicht so? Ja, ich habe auch die Wildlederstiefel von ihr bewundert. Also Kate Beckinsale wechselt diesen ganzen Film über, der angeblich über zwei Vollmondnächte hinweg sich erspannt, also einen Monat lang läuft, wechselt die ihr Outfit nicht einmal. Doch, einmal zum Tanz, als sie ein rotes Kleid anhat. Stimmt, als Dracula sie zu seiner Braut machen will. Aber ansonsten läuft sie die ganze Zeit mit demselben engen Outfit durch die Gegend. Und die Wildlederstiefel, ja, selbst wenn die durch die transsilvanische Pampa rennt mit dem Zeug, nicht oder 50 Stockwerke tief fällt. Nicht ein Fleck. Und die Frisur sitzt, sage ich euch. Ja. 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 Gibt es da irgendwie eine Anleitung? Ich meine, ich frage nur mal ganz kurz. Ich habe mich auch für die nächste gefragt, ja. Oder so. Ja. Fände ich auch spannend, weil, weißt du, der Witz ist ja auch, die fällt da durch, ich weiß nicht, und andauernd. Also das passiert andauernd, steht dann auf. Ja, ich würde ja dann nur weghumpeln, wenn ich überhaupt noch kriechen könnte oder so. Wenn ich in der Früh aus dem Bett steige, muss ich hinterher humpeln. Ja. Aber nee, und da sitzt mit. Alles. Ja, und dann fällt einmal ein Werwolf auf sie und patsch, hinüber. Tod. Vielleicht sind Werwölfe einfach sehr, sehr schwer. Ach. Ja. Ja, nee, ich habe leider keine jetzt Anleitung, Zeit und Claudia. Raum um sich. Es ist alles mystisch. Immer wenn irgendwo ein Vampir auftaucht, dann ist automatisch alles außenrum mystisch. So musst du das einfach sehen. Musst du einfach einen Vampir suchen, dann sitzt auch die Frisur. Aber das ist auch Schwerwolf. Jetzt so von,
von Buchseite her ist das natürlich auch immer irgendwie eine großartige Lösung. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann lässt du einfach einen Vampir auftauchen. Ja. Ja, ich meine, das ist sowieso. Ich meine, du kannst dir ja wirklich alles ausdenken, weil das totale Fabelwesen sind, kannst du den ja gestalten, wie du gerade Lust hast. Ja, sogar in glitzerig. Ja, genau. Ja, das ist der erste, wie war das? Der erste mormonische Vampir, den wir so haben. Twilight-Vampir. Ja, was wir noch nebenher machen, wir führen so eine Excel-Tabelle, wo wir die Fähigkeiten und Stärken und Schwächen aufzählen von Vampiren und wie man einen Vampir umbringt, wie die aussehen und so. Und dann schauen wir uns immer, machen wir mal Kreuzchen, was zutrifft für den Film, den wir gerade anschauen, um zu gucken, wo liegt denn jetzt der Durchschnittsvampir? Der Durchschnittsvampir, genau. Glitzer, kann ich euch sagen, ist weit außen vor. Es kommt so eigentlich nicht vor in der freien Bildbahn. Nee. Das ist ein ganz, ganz besonderer Vampir. Ja. Ja. Dann könnte ich ja bald Vampingo spielen. Genau. Vampingo ist eine geile Idee. Ja, oder wir machen so ein Quartett, weißt du, so ein Kartenspiel mit den verschiedenen Vampiren. Ja. Quartett hatte ich auch gerade gedacht. So Dracula 3000. Ja. Dulak. Und welcher ist dann der, den keiner haben will, der immer am Schluss übrig bleibt? Definitiv der Dracula, von dem wir es vorhin hatten, der nur Jungfrauenblut trinken kann. Ah, der ja. Oder der Vurdulak. Der Vurdulak, ja, der war auch ziemlich lame. Ja. Aber der Vampir, der Dracula mit den Jungfrauen, der konnte gar nichts. Der war so jämmerlich. Jammergestalt, ja. Snowflake-Vampire. Vorhin gab es ja die Geschichte von einem Vampir, der die Frau eben nicht beißen wollte, weil er so verliebt ist oder so. Aber dann würde er ja verhungern. Ach nee, da hat er gesagt, dann nimmt er sich einen Hasen oder nimmt ein anderes Opfertier. Ja, und die Folge daraus ist ja, dass der nicht so stark ist wie ein Vampir, der Menschenblut trinkt, ja. Also da kann man ja wirklich allen Müll drum spinnen, ja. Naja, gut. Wir haben Spaß, darauf kommt's an. Ja, weil es ist ja auch so, die meisten 17-Jährigen da draußen finden es auch nicht gut, wenn du andere Menschen umbringst, nur sie nicht. Das heißt, du musst dann schon ganz enthaltsam sein. Es gibt nicht nur so halb. Okay. Vampire, die nur Schokolade essen, jawohl, das ist, glaube ich, noch eine Lücke. Die habe ich noch nicht gefüllt gesehen. Aber wer weiß, ja, vielleicht müssen wir mal recherchieren. Der Chat. Gab es schon Blutwurst? Also ja, so genau. Für den Vampir auf Reisen? Also ich habe ja große Hoffnungen auf einen der Filme, den wir uns hoffentlich bald anschauen, nämlich What We Do in the Shadows. Das ist eine Vampir-WG in Wellington. Das ist eine Komödie und da könnte ich mir vorstellen, dass wir den Schokovampir treffen. Ja, also das das ist eine Komödie, die hoffentlich zumindest der Vorschau nach auch hält, was sie verspricht. Also wirklich lustig ist. Eine Vampir-WG. Ja, das können wir für den Schüler als Antwort gerade mal stehen lassen, der das im Chat gefragt hatte. Aber Susanne, wie ist das denn jetzt ein für Buch dich? Mit Vampiren und Süßigkeiten. Bitte, tausch erst noch Rezepte aus, dann halte ich mich so lange zurück. Nein, komm Martin, lass es raus. Du kannst es. Ich wollte gerne von der Susanne wissen, weil du ja eingangs gesagt hast, dass du eher so ein Mensch bist, der so gerne geplant in irgendwelche Sachen hineingeht. Jetzt hast du dich aber auf ein Abenteuer mit deinem Mann eingelassen und dieses improvisieren sozusagen, das freie Reden, das freie Spiel. Wie bekommt ihr das denn? Wie empfindest du das denn? Das ist ja eine total süße Frage. Also mal so gesehen, ich lasse mich öfter mal auf ein Abenteuer mit meinem Mann ein. Ja, also eigentlich besteht mein ganzes Leben, seit ich dir kenne, aus einem Abenteuer. Vor allem, wenn wir in Urlaub fahren. Ja, also frei sprechen an sich war für mich noch nie ein Thema. Ich gebe auch Trainings und das war noch nie das Ding. Nur wenn es dann um sowas geht wie Blues Brothers zum Beispiel, der hat ja eine riesen Fangemeinde, da möchte ich dann schon alles richtig machen. Da will ich dann auch Sachen wissen. Das interessiert mich ja dann auch und dann will ich das durchdringen und Details wissen. Aber ich habe oft nicht die Zeit dazu, mich da so reinfallen zu lassen oder rein zu versinken, so rum.
Ja, und deswegen den Film schauen und darüber reden, das ist kein Problem. Ja, also die Herausforderung war jetzt weniger, dass wir keine uns schwer tun vom Mikro. Die Herausforderung war, ein Thema zu finden, bei dem nicht eine von unseren beiden, von den beiden Hosts das Gefühl haben, sich wirklich in Tiefe drauf vorbereiten zu müssen. Die, also es gibt ja auch viele Felder, über die könnte man reden, weil man schon Experte ist. Also zum Beispiel könnten wir uns jetzt hier hinsetzen. Susanne ist ausgebildete Coach und Trainerin für Mimikresonanz, ja. Und wenn wir darüber einen Podcast machen würden, würde ich das Bedürfnis haben, mich vorzubereiten, bei gleichzeitiger Faulheit das zu tun. Das wäre eine echt schlechte Kombi. Und dann würde der Spaß so ein bisschen drunter leiden. Und wir haben halt versucht, ein Thema zu finden, bei dem man flockig wirklich völlig legitimerweise einfach mal seine Eindrücke äußern kann und mit dem Format selber Spaß haben kann. Und Vampire sind einfach nicht so ein Thema, an dem sich die Gemüter entzünden, wenn man mal so einen Fakt falsch hinbekommt. Ja, das ist, vor allem, es gibt ja alles. Ja. Ja, also wirklich falsch kannst du es irgendwie gar nicht machen. Ja. Okay, ist also und, nicht wie bei den Trekkies oder bei den Star Wars Anhängern oder so, die genau wissen, was weiß ich, welche Farbe welche Kulisse hat und das im nächsten Film dann anmerken und sagen, ah, oder wenn jemand dann irgendwie einen Namen verwechselt hat oder so, dass das dann gleich kritisiert wird. Ja. So nicht. Ja, oder Lord of the Rings, wenn du dann einfach nicht Elbisch sprichst oder sonst irgendwas. Ja. Aus Versehen Klingonisch mit Elbisch verwechselst, genau. Wir kennen das alle. Ups. Genau, passiert ständig. Ja. Ja. Super. Ja, motiviert dich das denn, Susanne, vielleicht noch zu weiteren Podcast-Formaten? Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also, mir macht es jetzt einfach Spaß. Ich lasse mich da jetzt auch einfach reinfallen. Aber habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Vor allem, ich meine, der Dirk hat hier sein kleines Studio eingerichtet und ist ja auch derjenige, der sich am liebsten mit Mikros, Kameras, irgendwelcher Technik beschäftigt. Das ist jetzt also für mich liegt es sehr weit entfernt, dieses Thema. Mir fiele jetzt auch kein Thema ein, worüber ich jetzt alleine reden wollen würde, ja. Deswegen, ich finde es genau richtig für uns. Und ist auch schön, jetzt haben wir wieder irgendwas Neues gefunden, wo wir uns dran festfressen. Ja, und das ist auch schön für unsere Beziehung. Ja, natürlich. Also, wenn man was da so gemeinsam veranstaltet, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, wir zwei arbeiten ja von zu Hause aus, alle beide. Das heißt, wir gehen auch oft gemeinsam Mittagessen. Wir sehen uns eigentlich den ganzen Tag. Na Gott sei Dank haben wir jetzt auch noch einen Podcast zusammen. Ja, gell? Ja, aber der ist ja dann so abgedreht, dass ihr euch dann nicht wirklich über irgendwelche, sagen wir mal, Alltagserlebnisse unterhalten müsst. Das ist ja dann sozusagen die Zeit, die mit anderen Inhalten gefüllt ist, absichtlich. Stimmt, ja. Tatsächlich ist es auch so, das Interessante an dem Thema ist ja auch, du fängst ja an, indem du dir einfach nur naiv Filme anguckst und dann redest du halt drüber. Und so nach und nach entdeckst du dann Themen, die wieder aufkommen. Also du entdeckst dann Parallelen und es bildet sich auch so einen Fundus an Kreuz- und Querreferenzen und Running Gags und ähnlichem raus. Ja, so Zitate. Das ist dann auch. Ja, irgendwann fängst du dann auch an, über das Thema einen Schritt weiter nachzudenken, als nur über diesen einen Film, den du gerade gesehen hast. Also du stellst ja dann auch mal die Frage, warum wurde das jetzt eigentlich so dargestellt oder was, das ist auch super interessant, irgendwo sich einen Film aus den 60ern anzugucken und festzustellen, im Prinzip ist das wie ein abgefilmtes Theaterstück, ja, während du dir dann so einen modernen Film anguckst und hast hier einen epileptischen Anfall, weil so viele Schnitte hintereinander auf dich ranprasseln. Und das ist einfach wirklich auch so vor dem Hintergrund wirklich ein interessantes Spiel mit dem Medium Film, mit sich einfach dem mal auch auszusetzen, ohne von vorneweg zu glauben, schon zu wissen, was man denn anschauen will. Das ist tatsächlich so ein netter Nebeneffekt, zumindest für mich dabei. Ja, und es war jetzt auch schon in dem Van Helsing, wo wir dann gleich wieder eine Szene aus Tanz der Vampire wiedererkannt haben, eine sehr berühmte Szene, wo die halt alle auf so einen Spiegel zutanzen und da sind halt, man sieht nur die Menschen im Spiegel, aber halt nicht die Vampire.
Und auch die Hauptdarstellerin hat dann ein wallendes rotes Kleid an, wie in Tanz der Vampire. Also ja, da sind schon einige Referenzen auch immer dabei. Und dann war wir ja auch am Wochenende im Musical in Tanz der Vampire in Stuttgart. Ja, das war jetzt die Vorbereitung. Das habe ich ja auch gehört, genau. Genau. Und wie war das Musical? Habt ihr da auch dabei geredet? Genau, mit Aufnahmen und allem, ja. Ich glaube, da hätten die uns gekillt außenrum, ja. Also ich habe das Musical schon öfter gesehen, ist aber auch schon ein bisschen länger her gewesen. Und also das ist einfach völlig faszinierend, wie da halt viele Menschen auf der Bühne stehen und nur für dich im Grunde, fürs Publikum singen und dann interagieren. Und das Bühnenbild ist der absolute Mega-Hammer. Die Beweglichkeit und wie das alles eintrainiert ist, also ja, toll. Einfach nur toll. Ja, also Tanz der Vampire auf jeden Fall eine Empfehlung. Das kann man sich super angucken. Ist auch, finde ich, fast noch flüssiger als den Film zu gucken. Also das Musical funktioniert, das ist eine sehr runde Sache. Ja, und da ist natürlich dann so, dass die modernen Produktionen dann auch da ist so der Rhythmus und der Humor auch eher so dem angepasst, was du heute halt so erwartest. Das heißt, wenn der Film noch etwas langsam erzählt wird und du dann manchmal so das Gefühl hast, jetzt komm, jetzt geht doch mal wieder was, ja, ist es halt beim Musical dann schon eher moderner im Rhythmus und ein bisschen schneller. Und das kann man sich wirklich super gut angucken. Es ist toll. Und die in Stuttgart hat mir ja Susanne erzählt, ist dieses Theater ja praktisch für dieses Musical gebaut und angepasst. Also von daher ist es natürlich auch nochmal perfekt im Vergleich zu so reisenden Musicals oder ähnlichem. Ja klar, die können die Bühne natürlich nochmal ganz anders nutzen, wenn da irgendwelche, was weiß ich, Aufzüge oder was ist denn eigentlich so euer Bezug zu Vampiren? Habt ihr irgendeinen Bezug? Habt ihr irgendwelche Lieblingsvampirfilme? Ich passe. Nein, ich nicht. Aber ich wollte die Frage sowieso mal an Sebastian stellen, was seine Erfahrungen mit Vampiren so sind. In der Tat recht wenig. Also, wenig Filme, wo ich das, also ja klar, Filme, wo das drin vorkommt, aber jetzt speziell Vampirfilme habe ich tatsächlich nicht so in meiner Guckliste quasi drin. Gibt es denn irgendwie so einen Vampir, den man so prototypisch kennen müsste? Also Graf Dracula, würde ich sagen, ne? Das ist, also den kennt irgendwie jeder, oder? Also es gibt so eine Handvoll Vampirfilme, die muss man einfach mal gesehen haben, wie Interview mit einem Vampir oder Bram Stoker's Dracula. Ja, was heißt, muss man gesehen haben, aber ja, die sind so die ikonischen, würde ich sagen. Ja. Oder From Dusk Till Dawn. Ja. Stimmt. Und das sind auch genau die drei, die ich jetzt hätte aufzählen können, die ich gesehen habe. Ja, dann gibt es natürlich auch diese ganzen Serien. Also Buffy hat ja jetzt auch hier Escilla im Chat gerade geschrieben, ist natürlich so ein Kult. Und Buffy, glaube ich, lebt auch weniger davon, dass es da um Vampire geht oder eine Vampirkillerin ist, sondern Buffy ist auch was, wo man sehr viel so Popkulturreferenzen, so Sprüche. Genau, so Insider-Humor für eigentlich so genau unsere Generation. Und also unsere Generation meine ich natürlich jetzt hier im Moment gerade Susanne und Blade, ich. Blade auch. Blade, ja. Habt ihr, genau, Blade ist ja eine Marvel-Figur, habe ich gelernt. Und das weiß ich erst, seit wir den Podcast machen. Also es gibt ja im Moment so diesen Superhelden-Hype. Und auch da werden uns Vampire früher oder später begegnen. Darauf kann man warten. Okay. Was gibt's denn noch so? Ich meine, hier ist tatsächlich komplett leer. Ich kann mich noch nicht mal an irgendeinen Vampirfilm erinnern, den ich gesehen hätte. Also das ist wirklich ein komplett mir fremdes Feld. Also wie gesagt, ich kann nur die Serie True Blood, die kann ich wirklich empfehlen. Die hat uns Spaß gemacht. Allerdings auch nichts für seichte Gemüter, gell? Also nee. Das sollte man nicht gucken, wenn man Angst vor Frauennippeln hat. Die werden da nämlich nicht wegretuschiert. Dafür hätte ich weniger Angst, aber vor fließendem Blut. Also das kann mir schon mal so ein bisschen den Kreislauf rauben. Das muss ich nicht unbedingt sehen.
Dann kennen wir natürlich alle Rüdiger, den kleinen Vampir. Oh, den habe ich früher gelesen und da hatte ich Hörspielkassetten. Ja, oh, damals. Stimmt. Damals. Hätte ich voll verdrängt. Damals. Ja, oh genau, Gott. Das ist mir jetzt gerade nicht mehr eingefallen. Aber dann Blade und mal, True Blood Claudia, auch, was? Also tatsächlich, das ist so, habe ich komplett verdrängt gehabt. Okay. Willkommen im Selbsterfahrungszirkel. Wie war das nochmal mit diesem Motivationsprogramm? Wer ist Rüdiger? Kannst du uns kurz aufklären? Also alle, die sich jetzt irgendwie wie ich überhaupt nicht auskennen. Hui, jetzt helft mir bitte mal mit der Zeit aus. Später 80er oder Anfang? Genau. Anfang 90er, genau so. Da ist jetzt auch ein Link zur Wikipedia. Also der kleine Vampir heißt, ist das Buch. Und der heißt Rüdiger und er freundet sich mit einem Menschenjungen an. Ist nicht Ottfried Preußler die Geschichte dazu? Ich glaube. Das kann gut sein. Ja, genau, ist Rüdiger, der kleine Vampir, ist also der wohnt halt auf so einem Friedhof mit seiner Familie und der freundet sich mit dem jungen Anton an. Und natürlich ist das dann nicht so ganz ungefährlich, ja. Und die Eltern finden es auch nicht gut. Also die Eltern von Rüdiger jetzt so. Ja. Und da gab es also diese Fernsehserie war super schnuffig. Also es ist eine Kinderserie. Sieht man auch kein Blut großartig. Auch keine Nippel. Auch keine Nippel. Ja, ich dachte, das war Ottfried Preußler, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee? Steht hier Angela Sommer-Bodenburg. Ah, okay. Ab 1979, okay, da war ich noch ein bisschen kleiner. Ich habe das aber dann später gelesen. Ja. Der Jörn hat gesagt, in den Hai-Filmen wäre schon öfter mal oder fast in jedem Film irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein moralischer Zeigefinger drin, so Umweltzerstörung und nicht das Gewässer belasten und so weiter. Also das ist quasi so wie so eine Stanze immer mal wieder so drin vorkommt, auch komplett bar jeder, also hat mit der Handlung nichts zu tun, aber muss einmal so gesagt werden. Gibt es da auch bei den Vampirfilmen irgendwie so immer wiederkehrende Dinge, die dann einfach mal so gesagt werden müssen, weil sie einfach da reingehören oder die Leute glauben, dass sie da reingehören? Habt ihr sowas beobachtet schon mal? Naja, also es gibt natürlich eine Riesenmenge an Vampirfilmen, die sind nicht besonders tiefgängig. Ja, also da gibt's diese. Das ist nett ausgedrückt. Ja, also es gibt viele, viele Vampirfilme, die sind einfach wirklich voll im Klischee. Und die Klischees im Vampiren sind Kontrollverlust, Angst vorm Sterben, unendliches Leben, die inneren Dämonen, so das Böse mit dem Guten irgendwie kämpfen lassen. So diese zwei Seiten, die in jedem drinstecken. Solche Themen werden da immer irgendwie gerne mit so leicht wahlweise brutalen oder romantischen Untertönen vermischt. Was es aber schon gibt, es gibt dann Ausreißer. Also ein Ausreißer zum Beispiel, den wir gleich als zweites angeguckt hatten, war Daybreakers. Und Daybreakers spielt mit der Idee, dass Vampire im Prinzip innerhalb von 2-3 Jahren die Welt überrannt haben. Also es fing an mit einem und plötzlich griff es um sich und Daybreakers wirft dich in eine Zukunft oder eigentlich von uns aus gesehen schon wieder Vergangenheit, aber wirft dich in eine Zeit, in der praktisch nur noch Vampire auf der Welt sind und so wenig Menschen übrig, dass die praktisch in einer Krise stecken. Also denen gehen die Menschen aus und die sind im Begriff, praktisch sich ihrer eigenen Lebensgrundlage zu berauben. Und da kannst du gar nicht anders als an den Klimawandel zu denken, wenn du dir das anguckst. Zumindest ging es mir so, ja. Ging uns beiden so. Wir haben ja die Referenz auch sofort gemacht. Ja. Weil wir ja auch mit unseren Ressourcen so eher lapidar umgehen und das sieht man, das wird halt extra da rausgearbeitet. Ja. Und zwar auf eine ganz nette Art und Weise eigentlich. Genau, sowas gibt es halt in dem, also so, du hast immer mal so, was das so raussticht, wo der Vampir herhält als so eine Metapher. Ich würde aber nicht sagen, dass das immer so ist. Es ist nicht eine Stanze, die sich immer wiederkehrt, sondern das war tatsächlich was Besonderes. Also es ist mir jetzt in den neuen Filmen auch nur das eine Mal begegnet. Ja. Müssen wir mal gucken, wir haben ja erst 9. Ja, klar, es sind ja noch 311 irgendwie übrig oder genau. So. Genau. 311 plus 9 sind 320, Herr Prims, ja? Ja, whatever. Da kann auch was kommen, Mann. Reichlich. Ja, das können wir auch nicht gewinnen, weil schon während wir reden, wird der nächste gerade gedreht. Ja, bestimmt. Ich hab noch was Altes beizutragen. Und zwar der Chor in dem
in dem Ort, wo meine Eltern waren oder auch immer noch sind, die haben 1994 bis 96 ein eigenes Musikstück gehabt namens Leckerbissen, womit sie tatsächlich auch bis nach Basel getourt sind und da halt also diverse Aufführungen mitgehabt haben. Das ist wirklich so über einen Vampirchor. Also ein ganzer Chor, der Vampire sind, die versuchen halt neue SängerInnen zu kriegen. Das war recht amüsant. Also möglicherweise gibt es darüber noch Aufzeichnungen auf VHS. Ich kann mal gucken, ob ich was finde. Das ist ja cool. Das war mal originell. Ich meine, das ist ja auch so, Vampire taugen natürlich auch super als eine Metapher für Krankheiten. Ja, also gerade so die alten Vampire, so Nosferatu und so, da ist das so ein bisschen wie die Pest. Ja, die kommt da mit Schiffen, das Schiff ist praktisch schon leer. Dracula fährt mit einem leeren Schiff in den Hafen ein, weil alle auf dem Schiff gestorben sind. Und dann geht er von Bord und dann fangen da halt auch Menschen an zu sterben oder sich anzustecken im Prinzip. Und moderne Vampire sind ja auch so wie so Krankheiten, ja. Also mussten die früher noch irgendwelche Rituale machen, wie Susanne vorhin beschrieben hat. Es ist ja heute oft so, wenn die dich einmal anritzen, bist du ja schon praktisch fast schon im Begriff, Vampir zu werden. Das ist wie mit Zombies. Ja. Wenn die dich einmal ankratzen, dann wirst du auch zum Zombie. Gibt es aber auch unterschiedliche Ansteckungsmöglichkeiten, je nach Film. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Stanzung, die sich durch alle diese Filme durchzieht. Das ist halt immer wie so eine Krankheit sich weiterträgt, ja. Und da unterscheidet man auch. Also es gibt interessanterweise Vampirfilme, die darum handeln, dass eine Krankheit das Ganze auslöst, den Vampirismus. Und es gibt Vampirfilme, wo halt mit dem Thema umgehen, dass du direkt gebissen werden musst. Also das eine ist ein Virus und das andere ist eben der Biss. Ja, bei dem einen muss er praktisch mitwollen sozusagen, ja, fast ja. Schon, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall eine Menge drin in den Vampirfilmen und gibt euch auch eine Menge Stoff für den Vampir-Podcast Beißen und Saugen, den ich ja zwischendurch für einen Moskito-Podcast gehalten hatte oder einen Mücken-Podcast. Das fehlt ja noch in unserer Podcast-Landschaft, oder? Ein Moskito-Podcast. Genau. Wie muss ich mir denn den vorstellen? Genau. Hoch. Ja, genau. Ende, oder wie? Ja, genau. Erste und letzte Episode. Kurz, 5 Minuten. Daily 5 Minuten. Ja, Daily Mosquito. Ja, ist doch eine Idee. Ist doch genau das Richtige für dich. Ja, genau. Kannst du auch zählen, die getöteten Mücken sozusagen oder Moskitos. Ja, ganz herzlichen Dank für die schöne Schilderung eures Podcast-Angebotes. Also nochmal Beißen und Saugen. So heißt sowohl der Podcast, also die Webseite, als auch der Twitter-Kanal, auf dem man euch dann folgen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das bestätigen? Genau. Beißenundsaugen.de, das ist die Webseite. Und Beißen Saugen, das ist der Twitter-Kanal. Okay, ganz wunderbar. Ein Gemeinschaftsprojekt von Susanne und Dirk aus dem Hause Prims und ist bestimmt gut. Es ist super. Und du hast ja sogar schon eine Folge davon angehört. Ja. Ja. Kann man auch, ich hoffe, du kannst bestätigen, dass man es auch hören kann, wenn man den Film dazu nicht gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ihr macht das ja genug transparent, also was man da, worüber ihr redet. Also es ist, ihr seid Audiomenschen genug, um die Hörenden mitzunehmen. Also das ist gar kein Problem gewesen. Ja. Gut. Dankeschön für das Gespräch auf der Gartenbank. Ich wurde gerade schon ein bisschen angeschubst von aufmerksamen Mitpodcasterinnen hier und Podcastern, dass wir ja in der Zeit bleiben wollten. Wir hatten uns ja schon beim letzten Mal vorgenommen, dass wir so eine 2-Stunden-Marke nicht reißen wollten. Und mal gucken, ob uns das diesmal auch wieder gelingt. Ich hatte jetzt ein bisschen entspannt, weil wir im Querbeet jetzt nicht so viel haben, um genau zu sein, eigentlich gar nichts, aber schauen wir trotzdem mal, ob sich vielleicht spontan, weil Dirk ist ja auch ein Technikmensch, ob sich vielleicht im Querbeet in der Technik-Ecke irgendetwas ergibt. Kommen wir mal ins Querbeet. So, und jetzt frage ich ganz spontan mal den Sebastian, hat sich irgendetwas geändert in Studio Link? Gibt es was Neues, ein neues Feature oder so? Irgendetwas Technisches in deiner Welt?
Technisches nicht. Ich habe heute nur noch mal zwei Videos auf dem Podstock YouTube-Kanal released. Also da kann man immer wieder mal gucken. Ich glaube, es waren jetzt aber auch fast die letzten beiden, die noch ausstehen. Ich glaube, ein Video haben wir noch, was vielleicht noch veröffentlicht werden kann. Aber dann sind wir auch durch, endlich mit allen Veröffentlichungen. Aha, ich habe doch die Herrschaften vom Was-ein-Krach-Podcast gesehen. Ne? Genau, Was-ein-Krach und die Rollenspielfolge oder Erklärungsfolge, okay. Workshop-Folge von Sven. Auf der großen Podcast-Plattform YouTube haben wir die jetzt. Genau, bei Podstock-Video. ja, kommt, passt schon hin, genau. Claudia, was macht dein, wie hieß es denn noch? VEB Musikgerät. Das steht hier tatsächlich neben mir. Es ist allerdings aktuell in der Schachtel verpackt, genauso wie mein bereits tatsächlich existentes Corkworker Drum. Die allerdings jetzt darauf warten, dass sowohl Buchmesse als auch die anstehende Privacy Week durch sind und ich sowas Ähnliches wie Freizeit mal wieder habe. Und dann werde ich mich damit wahrscheinlich einfach mal eine Woche irgendwo verschanzen. Sehr schön. Ja. Was ist denn ein VEB-Musikgerät? Ich habe vergessen, wie der Name war. Der Techniker. Ja. Sekunde, jetzt muss ich gerade ganz kurz selber, ich glaube ER5, ER9, es ist auf jeden Fall ein alter Synthesizer aus Ende der 70er, was wir bis jetzt rausgefunden haben, den wir vom Dachboden bei meinen Eltern runtergeholt haben. Das ist ein Erbstück von meinem Großonkel aus der DDR. Und cool. Den haben wir tatsächlich so weit gebracht, dass er überhaupt wieder spielt. Er ist noch ein bisschen schnarrig, also gehört wahrscheinlich noch mal so das ein oder andere ein bisschen durchgeputzt. Aber ja, also alter Synthesizer tut langsam wieder und demnächst kriegt er dann auch ein bisschen Zuwendung, dass er auch wieder richtig gut funktioniert, genau. Fein, fein, fein. Aber gut, bring du erstmal die Privacy Week hinter dich, dann beginnt dein normales Leben ja erstmal. Also ich glaube, im Moment bist du ganz schön eingebunden, ne? Buchmesse und jetzt dann demnächst die Privacy Week und dann kannst du aber erstmal durchatmen vielleicht. Oder brauchst ja, du was? Ja, dann muss ich noch meine Steuererklärung machen, aber irgendwas ist ja immer. Okay. Und die Küche streichen. Aber, ganz kurz angemerkt, also aus dem Side-Channel hat mich die Nachricht erreicht, dass es sogar eine digitalisierte Form einer Aufnahme dieses Vampir-Bühnenstücks gibt. Möglicherweise kann ich euch die mal irgendwo unauffällig zuschauen. Ja. Super. Und die, hier, wo wir gerade von Seiteninformationen sprechen, Vera schrieb noch, meine ehemalige Mitbewohnerin schrieb mal ein Kindermusical über Vampire. Blutwig und Ludwig. Ludwig und Ludwig. Blutwig und Ludwig. Zu finden beim Theaterverlag -cantus.de, Theatertext Blutwig und Ludwig. Kann man also tatsächlich irgendwie da raus oder runterladen oder kaufen oder was auch immer. Ja, also es kommt von allen Seiten hier Informationen zu in den Sendegarten. Sehr schön. Lars, hast du irgendwas Neues Technisches am Start? Nichts, was hier jetzt praktisch interessant für den Sendegarten wäre, glaube ich. Ja. Also, nö. Ich habe eine neue Bohrmaschine, aber das hilft dir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Küchenmixer. Ja, aber das ist Brotbackmaschine. Jo. Es gab eine Phase, wo auf Flohmärkten diese Brotbackautomaten unfassbar oft vertreten waren. Erst waren sie im Supermarkt unfassbar oft vertreten und anschließend auf dem Flohmarkt, ne? Ja, nachdem man gemerkt hat. Wirklich klasse. Also da konnte man ein super Spiel draus machen, wer also mehr Brotbackautomaten gesehen hat und solche Sachen auf dem Flohmarkt. Schön, schön. Aber ja, wie gesagt, zum sonst mit Podcast-Bezug, habe ich gerade so. Nee, gerade nichts da, glaube ich. Bei Bohrmaschine fällt mir dein wunderbarer Soundtest ein, den du mal gemacht hast, um dieses Tonveredelungstool zu testen. Oh ja, das ist.
Da habe ich aber nicht gebohrt, großartig. Oder? Nee, gebohrt hat ich weiß nicht, das war aber gehämmert. Gehämmert und ein Föhn war im Einsatz, ja. Das war unvergesslich, einfach sehr, sehr schön. Das hat auch Spaß gemacht, ja. Ja, das war großartig. Ja, ich habe auch nichts aus der Technik-Ecke. Also können wir im Prinzip übergehen zum Blühkalender. In der Hoffnung, dass Corona uns vielleicht langsam verlässt, haben ja viele schon wieder angefangen, Präsenzveranstaltungen zu machen. Die neuesten Zahlen, die man so hört, machen nicht gerade optimistisch, dass diese Präsenzveranstaltungen eine gute Idee sind. Aber trotzdem gibt es sicherlich das ein oder andere im Kalender und der Lars hat die Termine zusammengetragen. Bitteschön. Ja, genau, das habe ich gemacht und genutzt habe ich wie immer das Terminwiki im Sendegate und ich bin auch nochmal durch die Liste der Meetups gestromert und habe da auch noch ein bisschen was geguckt und habe da für die nächsten 3 Monate was zusammengeschrieben. Vom 23. bis zum 25. Oktober gibt es das Podfest Berlin. Das möchte ein Raum sein, damit Hörende und Podcastende sich treffen können. Dazu gibt es dann Live-Podcasting. Weitere Infos gibt es hier unter podfestberlin.com. Am 15. November gibt es wieder das Podcast Meetup München. Weitere Infos gibt's da sicherlich noch unter podcast-muc.de. Am 20. November gibt es dann wieder ein Funheim, dieses Mal dann als Weihnachtsfeier. Los geht's mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak-Server der PodWG, da natürlich im Channel Funheim. Und ab 20 Uhr wird dann in Big Blue Button gewichtelt. Es folgt dann ein Spieleabend. Infos zum Funheim gibt's unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Ich brauche mal kurze Räusperpause, Sekunde. 21. Ah, besser. So. Super. Am 24. November gibt es das Berlin Podcasting Meetup. Das soll ein richtiges Treffen werden, also richtig Menschen treffen Menschen. Das Ganze soll also nicht remote stattfinden. Dafür wird allerdings noch ein Veranstaltungsort gebraucht. Laufen soll das Meetup aber von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Die nächste Veranstaltung ist virtuell. Das ist dann am 9. Dezember das Podcasting Meetup Franken. Wie gesagt, virtuell. Das Ganze läuft per Discord und auch da soll gewichtelt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Am 15. Dezember gibt es wieder ein Podcast Meetup München. Wie gesagt, gerade schon podcast-muc.de ist da die Webseite. Da tauchen sicherlich vorher noch weitere Infos auf. Und ja, weil es terminlich reinfällt, noch in der Schwebe ist, ob es ein Podruhr gibt Anfang Januar. Das ist noch unentschieden. Das wird aber dann sicherlich hier im Sendegarten und eben im Wiki entsprechend veröffentlicht, wenn es eins geben sollte. Aber wie gesagt, es ist ein Wiki. Man kann dort auch einfach Dinge eintragen. Es gibt auch inzwischen eins für 2022. Wenn also dort Termine eingetragen werden, tauchen die auch hier auf. Ja, danke schön. Und auch für das Erstellen des Kalenders für 2022. Ich habe das gesehen, dass du so freundlich warst, das schon mal zu entwerfen, das Kalenderblatt sozusagen. Da ging mir erstmal durch den Kopf, meine Güte, 2021 ist schon wieder fast vorbei. Wir reden jetzt hier über Dezembertermine, weil sie quasi vor der Tür stehen. Dieses Jahr ist irgendwie dann doch schnell vergangen. Ja, ich habe auch den Eindruck, ich habe irgendwie eins verloren. Ganz komisch. Ja, genau. Genau, irgendwie ist was, ein paar Monate sind verloren gegangen. Eins? Mir fehlen 2. Ja. Irgendwie fehlen mir 2 Jahre. Ja, ja, das ja. Das klingt ja voll krass. Und jetzt treffen auch wieder Menschen, das ist noch viel krasser. Das fühlt sich ja, das kann ich an. Aber auch nicht empfehlen. Wir hatten jetzt unlängst mal Besuch und waren dann irgendwie die Woche, wo Menschen da waren, ein paar Mal in diesem draußen. Dann hatte ich noch einen Ganztagsworkshop in einem drinnen ohne Maske, zwar 3G-Regel. Und dann habe ich hinterher 9 Tage mit Erkältung flach gelegen. Also dieser Nachholeffekt ist echt. Oh, nicht schlecht. Ja, was mich daran erinnert, dass ich demnächst noch zum Grippeimpfen gehen möchte. Kann ich auch echt nur empfehlen. Ich glaube, das sollte man dringend machen, ja. Ja, wenn man sich, also wenn wir 2 potenziell tödliche Krankheiten vor der Tür stehen und man kann sich gegen beide impfen lassen, schon eine gute Idee, finde ich auch. Ich sagte ja, das beste Motivationsformat ist ja, wenn wir alle aufeinandertreffen. Ja, also diese flockigen Themen, auf die wir dann irgendwann immer kommen. Ja. Wir werden alle sterben. Das ist tatsächlich so, ja. Also, das war,
Ja. Außer man findet Vampir. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, ich kann das so aus Autorinnenperspektive ist ja auch ganz lustig, wenn du so Krimi-AutorInnen treffen hast und sitzt dann irgendwie so mit 27 Leuten am Tisch und jeder einzelne davon kann es wie ein Unfall aussehen lassen. Das macht auch sehr Level Playing Field. Also ja. es ist schon eine Ausgangsbasis, ja. Mir begegnet man da lieber den rachesüchtigen Heftroman-AutorInnen oder der Autorin, die das liebevoll durchdesignte Detektivuniversum geschaffen hat. Ah, knifflig. Ne? Also knifflig. Bei der mit dem liebevollen Universum hast du natürlich ein Problem, wenn du da was durcheinander bringst. Ne? Also so ähnlich wie bei den Trekkies mit dem falsche Kulisse genannt. Also ganz schlecht. Schwierig. Naja, muss alles passen, sonst kommt das nicht hin. Ne? Klar. Das geht sonst nicht. Aber gibt es eigentlich für Autorinnen so Grundkurse im Töten oder so? Die nehmen dann Naturtalente. Also tatsächlich gibt es für AutorInnen, also gibt es ja verschiedene Vereinigungen, wo man sich halt auch da anschließen kann. Also auch diverse Vereine, beispielsweise die Mörderischen Schwestern, die sind nicht nur ein AutorInnenverein, sondern halt auch offen für andere Frauen in Bezug auf deutschsprachigen Krimi in dem Fall. Also zum Beispiel Apothekerinnen, sehr, sehr gerne gesehen. Oder, ja, ne, das also, ist naheliegend, da wäre ich drauf gekommen. Genau. Ne, oder auch Lektorinnen, Buchcover-Designerinnen und Verlegerinnen und so weiter. Da bin ich zum Beispiel auch Mitglied und wir hatten damals hier in der Stadt dann auch eine Ansprechpartnerin bei der Polizei, wo wir dann halt auch Fragen stellen konnten, die wir dann auch ab und an mal getroffen haben. Und eine andere Regiogruppe, die hatten jetzt unlängst gerade eine Fortbildung in Schusswaffen. Also die sind dann halt wirklich da auch, zum LKA gegangen und haben sich Gedanken drüber gemacht. Haben sich da ist dann ja halt totales tatsächlich Universum, Claudia. Genau, haben sich das alles zeigen lassen, ne? Und dann halt auch wirklich selber geschossen mal. Wie fühlt sich denn das an mit dem Rückstoß und so weiter, dass man halt nicht allzu viel Blödsinn schreibt. Wobei, Anmerkung, wir auch immer von der Polizei gesagt bekommen haben, dass wir es auf keinen Fall zu echt, also zu realitätsnah schreiben sollen, um Leute nicht auf blöde Ideen zu bringen. Also das haben sie uns halt auch immer extra noch mit dazu gesagt, dass wir es nicht so detailliert, wie geht dies, wie geht jenes und so weiter. Aus Gründen. Als wenn es eine Anleitung wäre, ja, das kann man ja verstehen, genau, auch. Genau. Man muss ja. Genau, aber es ist trotzdem auf jeden Fall ganz cool, weil man auf die Art und Weise halt auch ein bisschen Erfahrung sammeln kann aus den diversesten Gebieten, über die man halt schreibt und was man sich sonst halt nur so ausdenkt. Aber so ein bisschen das Ganze einschätzen zu können, ne, oder wie lange dauert dies oder wie kräftig muss man für jenes sein, das schadet schon nicht, ja. Das ist bei Vampiren natürlich schwieriger. Also kannst ja schlecht irgendjemand mal testweise in den Hals beißen, um zu wissen, wie sich das wohl anfühlen mag. Och, gibt wahrscheinlich auch Menschen, die mögen das. Also kannst ja mal versuchen. Es gibt ja auch tatsächlich welche, die sagen, also nicht nur hier die mit dem Live-Action-Roleplay, sondern die sind auch schon Menschen begegnet, die halt so Vampir-Zirkel tatsächlich selber irgendwie auch betreiben oder mitbetreiben und da Mitglied werden wollten und so weiter. Und die haben dann da sehr viel Energie reingesteckt, irgendwie so mit HIV-Test und so weiter und dann tatsächlich gegenseitig da irgendwie Blut lecken, Blut trinken und so weiter. Ist jetzt halt eine Frage, wie gesund oder sinnvoll okay. Das ist, ne? Aber es gibt tatsächlich solche Menschen eben auch, die das halt dann sehr ernst nehmen, so wie Martin atmet gerade in eine Papiertüte.
Das ist halt ein bisschen das Problem, ne, von allen AutorInnen, weil jetzt Vampire waren ja auch, also ne, erst Volksmund, dann halt auch Geschichten, die dann halt geschrieben wurden. Und je mehr Leute das lesen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du halt Leute dazwischen hast, die Dinge für bare Münze nehmen oder es halt für sich als Lebensstil interessant finden, was jetzt für Krimi-AutorInnen eben dann in dieses macht's bitte nicht zu realitätsnah kulminiert, ne? Menschen sind einfach komische Tiere. Ja, eindeutig. Es gibt doch wirklich alles auf dieser Erde. Ja, da kann man sich ja die Vorträge von Marc Benecke anhören. Genau, genau. Marc Benecke, der antwortet übrigens auch sehr schnell, wenn man ihn Dinge fragt. Also man kann ihn durchaus kontaktieren mit komischen Fragen, so mit, guck mal, ich wohne hier in Wien, wir haben hier noch Kohlenkeller. Wie ist denn das, wenn man so eine Leiche in so einen Kohlenhaufen packt? Filtert das dann auch so den Geruch und so weiter? Ne? Weil so Aktivkohlefilter kennt man ja. Es muss motivierte Kohle sein, sonst geht das nicht. Das ist ein guter Punkt, aber das Problem ist, dass es tatsächlich recht wenig Studien in dem Bereich gibt, weil einfach Kohlenkeller mittlerweile ziemlich out sind. Also das ja. ist der Markt was probiert es dann mal aus für dich, oder wie? Wenn er an einem Kohlenkeller kommt, wahrscheinlich schon, aber das habe ich tatsächlich mal gefragt und bekam dann halt die Antwort, dass es dazu eben einfach zu wenig Material gibt aktuell. Ja. Und die Susanne hat mich gerade sehr fragend angeguckt und falls es dann unter unseren Hörerinnen und Hörern welche gibt, die auch gerade Fragen geguckt haben, Marc Benecke ist ein eher bekannterer ist er Mediziner? Ich glaube, er ist Mediziner, gell? Jedenfalls beschäftigt er sich mit Themen wie die kompostieren sich Leichen, welche Arten von Verbrechen gibt es so. Und im Moment tourt er, glaube ich, sogar mit einem Vampir-Thema, mit einer Vortragsreihe durch die Lande, weil der ein Buch geschrieben hat über die echten Vampire eben, die zu dieser Subkultur gehören. Wenn ich das alles jetzt irgendwie aus dem Kopf richtig wiedergegeben habe. Fast Kriminalbiologe war es. Kriminalbiologe, genau. Genau, weil er ist nicht, also er schnippelt nicht an menschlichen Leichen rum, sondern er datiert den Todeszeitpunkt anhand des Insektenbefalls unter anderem. Ja, genau, ich wollte sagen, du kannst ihn fragen, wie groß die Würmer sind nach 3 Tagen und so. Ja, okay. Er erzählt auch bei seinen Vorträgen ganz spannende Sachen. Also ja, also die Vorträge im Theater, wenn er irgendwo auftritt, also ich habe ihn mehrfach in Theatern gesehen, wo er dann eben mit seinem Notebook ganz alleine auf einer Bühne stand und einem Beamer. Und die Präsenz, die er dabei hatte, war irgendwo sehr, sehr cool und es war eben sehr, sehr spannend und sehr, sehr launig. Also da würde ich nicht zögern, wieder hinzugehen. Er ist eine Type. Manchmal auch sehr, sehr bildreich. Ja. In der Präsentation oder mit Worten? Beides. Beides. Genau, beides. Also, er hat eben... Auch das kann man eigentlich wohl sagen, glaube ich. Also er hat zum Beispiel gesagt, wenn du dir einen Schnitzel in die Pfanne haust, dann isst du halt eine Leichenscheibe. Und daraufhin gab es im Publikum erstmal ein ordentliches Rumoren, bis das eben sich einmal durchgesackt hatte, was der da gerade gesagt hat und dass das eben irgendwie richtig ist. Dann schluckten alle einmal durch, dann gab es ein verhaltenes Gelächter und einigen waren, glaube ich, nachhaltig ein bisschen mulmig. Mit Worten, aber man kann ungeheuer Spaß haben, ihm dabei zuzuhören bei seinen Vorträgen und bei denen, wo ich gewesen bin, ich glaube, es waren 3, hatte er dann immer so eine Liste dabei mit Themen und hat dann einfach die Leute vor Ort auswählen lassen, worüber soll ich denn heute reden? Und dann wurde so ein bisschen in Interaktion mit dem Publikum, ich glaube, 2 Themen ausgeguckt und über die hat er dann gesprochen. Und allein dieser Auswahlprozess und das alles war unfassbar komisch. Und eben, er hat dann auch Fotos gemacht, er ist mit der Bahn angereist und hatte dann in dem Ort einfach so einen kleinen Spaziergang gemacht, hat Fotos gemacht von Dingen, die ihm aufgefallen sind. Vollkommen alltägliche Dinge. Und hat dann eben mehr oder weniger absurde Dinge davon erzählt. Wie ist das wohl da hingekommen oder warum ist das da? Sehr, sehr, sehr witzig. Also wie gesagt, aber natürlich, er beschäftigt sich mit Leichen und mit den Auswirkungen des körperlichen Verfalls und so weiter. Einige Themen sind auch nicht ganz ohne, das muss man wohl sagen. Ja.
Zum Beispiel auch, was passiert, wenn es keinen Insektenbefall bei Leichen gibt. Wenn man zum Beispiel in einem geschlossenen Raum mit geschlossenen Fenstern und das Ganze im Sommer dann das Zeitliche gesegnet hat. Ich erspare euch jetzt die Details, aber manchmal ist die Überlegung, vielleicht sind Insekten doch die bessere Wahl. Also. Die Frage ist ja, kann jemand wie Marc Benecke sich so Serien wie Walking Dead angucken, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen? Wahrscheinlich nicht. Okay, Martin, was ist das nächste Thema? Ich überlege gerade noch, ob es mir nicht doch also besser gefällt, dass das Schnitzel tot ist, was ich mir in die Pfanne lege, als wenn es mir aus der Pfanne hüpfen würde. Das hatte Wieso übrigens in den 90ern schon, ne? Mit Wir essen Leichen, ahaha. Ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass was Neues ist, aber ich glaube, es traf einige Leute einfach ziemlich unerwartet an der Stelle. Es gibt eben zum Beispiel diesen Begriff von dem Leichengift. Da wird er, also ich glaube, ich hatte in zwei von drei Shows, ist der eben auf dieses Wort Leichengift angesprochen und das gibt es als Substanz ebenso nicht, sondern ne, das sind eben Dinge, die da entstehen, aber es ist nicht eine konkrete Substanz. So nach dem Motto, ja, du isst ja auch eine Leichenscheibe, da ist ja auch kein Gift drin. Ich glaube, so in der Art war der Kontext. Ja, und je lebendiger das Ding noch ist, was du da isst, Martin, desto französischer bist du. Ja, also wahrscheinlich. Wenn es fast noch Mu macht, ja, dann ist es genau richtig. Ja, ach nee, das brauche ich nicht. Aber es muss auch nicht grün sein, also von wegen, das kommt dir schon entgegen, das Essen, das muss ich auch nicht haben. Also irgendwas dazwischen. Bei Krimi-Autorinnen wird es jetzt dann interessant, wenn du halt Fleischkonserven hast, die dann so langsam anfangen aufzugehen, Claudia. Wo du dann so langsam Botulin ernten kannst. Da kriegst du dann auch Leute tot. Ja, ja. Okay, wir wechseln dann doch mal das Thema. Wir hätten jetzt die Setzlinge auf dem Programm, aber wir haben keine Einträge. Hat jemand spontan einen Setzling? Sonst rufe ich den Punkt gar nicht erst auf. Sagt bitte ja, jetzt oder nein oder gar nichts. 3, 2, 1. Klingt, als gäbe es keine Setzlinge. Lars, bitte? Ich sagte gar nichts. Okay, dann überspringen wir jetzt die Setzlinge, weil es offenbar keine gibt. Also Setzling, 2 Monate alt, ist natürlich ein Podcast von Dirk Prims und Susanne Prims. Beißen und Saugen, der Vampirfilm-Podcast. Ist bestimmt gut. Hört mal rein. Auf jeden Fall. Ist auch gut. Und dann kommen wir gleich zu den Blütenschätzen. Die Blütenschätze, das sind so Sachen, die uns in der letzten Zeit begegnet sind, wo wir gedacht haben, oh, das ist aber toll, das wollen wir mal mitteilen. Das kann ein Podcast sein, muss aber nicht. Manchmal erleben wir auch nichts und dann haben wir halt keine Blütenschätze. Aber der Lars hat uns schon mal definitiv einen mitgebracht. Deshalb fangen wir mal damit an. Lars, was ist dein Blütenschatz? Ja, es sind sogar 2 und sie haben dieses Mal tatsächlich auch beide einen Podcast-Bezug. Wer sollte das glauben? Der eine ist schon ein bisschen her. Der ist erschienen am 10. August 2021. Und zwar ist das die Vrindt-Episode 1264. Ich bin aber neidisch bei diesen Episodenzahlen. Wahnsinn. Der Titel der Folge ist Hochwasserrisikomanagement. Und das war natürlich durch die Vorfälle im August getriggert. Ich kam aber erst kürzlich zum Hören. Und da spricht Holgi mit einem Menschen namens Daniel Bachmann, wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, Daniel Bachmann. Der ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, aber dieser Daniel Bachmann, der berichtet in dieser Episode über die Modellrechnungen, über Grundlagen, internationale Zusammenarbeit und eben auch, wo diese Sachen vielleicht an Grenzen stoßen. Und Holgi fragt genau an den richtigen Stellen nach. Zumindest so für meinen Wissensstand und wo ich gedacht habe, Mensch, was war das jetzt für ein Akronym oder für eine Abkürzung, was bedeutete das? Und immer dann, wenn ich dann gedacht habe, Mensch, was bedeutet das, kam gerade genau in dem Moment die Frage von Holgi. Und als dann die Folge zu Ende war, habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du richtig was gelernt und da war viel drin, was ich noch nicht wusste.
und Risikomanagement klingt für mich erstmal total nach einer Stunde Gähnen, aber das war es eben gerade nicht. Ich fand das wirklich eine sehr gelungene Podcast-Episode, deswegen, auch wenn sie schon ein paar Monate alt ist, auf jeden Fall ein Blütenschatz. Und der andere Blütenschatz ist gestern erschienen, wenn ich das richtig habe, und ist heute auch schon genannt worden, und zwar genau auch diese Episode. Das ist nämlich die Folge 61 vom High-Alarm-Podcast mit The Reef, Schwimm um dein Leben. Ein Film, den die beiden wohl eher so ein bisschen langweiliger einsortiert haben, aber die hauen ein paar richtig schöne Sprüche raus und es ist eine wahnsinnig kurzweilige Episode, die hätte für mich irgendwie noch eine Stunde länger gehen können. Auf jeden Fall war diese Zeit wahnsinnig schnell vorbei. War einfach wieder absoluten Spaß, das zu hören, und deswegen musste das dieses Mal bei den Blütenschätzen auch dabei sein. Super, Dankeschön. Ich passe dieses Mal, ich habe keinen Blütenschatz mitgebracht. Eingangskanäle sind gerade ein bisschen zu, aber vielleicht hat der Sebastian einen. Hast du einen? Ich hätte jetzt auch keinen, aber tatsächlich kann ich mich dem Hochwasserrisikomanagement-Folge tatsächlich anschließen. Die hatte ich auch schon vor ein paar Wochen gehört. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich die auch schon mal als Blütenschatz hier genannt. Auf jeden Fall, ja, was Lars sagte, das ist tatsächlich eine sehr hochinteressante Folge, die man gut hören kann. Ja, gestern tauchte bei uns noch hier die Frage auf, gerade bei diesen zerstörten Gegenden bei der Ahr beispielsweise, weil da ganz viel von Wiederaufbau die Rede ist, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, die Häuser an gleicher Stelle in gleicher Art und Weise wieder aufzubauen oder ob man nicht aus den Erfahrungen auch lernt. Wurde sowas da auch angesprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Es wird angerissen, sagen wir es mal so. Aber das ist eben, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass man das aber auch so pauschal nicht sagen kann. Ah ja, okay. Ja, okay. Man sollte mal reinhören. Also Hochwasser, Risikomanagement von einem Herrn Bachmann, finde ich ja schön, dass er das Wasser auch im Namen hat. Oh. Prima. Oh. Claudia, hast du irgendwas erlebt, von dem du uns erzählen möchtest, was für dich ein Blütenschatz ist? Nee, also leider tatsächlich heute mal ohne. Es war einfach zu viel los und ich kann jetzt euch ganz viele Dinge erzählen von Buchmesse-Gedöns oder Privacy Week Orga, aber nächstes Mal dann wieder. Ja, okay. Dann fragen wir unsere Gäste. Susanne, wenn du so über die letzten Tage nachdenkst, ist dir da irgendwas untergekommen, wo du denkst, boah, das war total klasse, da habe ich einen Film gesehen, da habe ich ein Buch gelesen, da habe ich irgendwie mit dem Nachbarn so lustig gelacht oder so, irgendwas passiert, wo du sagst, das würde ich gerne teilen? Ach, ich habe mir letzte die Kack- und Sachgeschichten angehört. Das war auch eine Vampirfolge über Vampire, wo die eben fabulieren darüber, wo das alles herkommt. Witzigerweise hat es jetzt mit Vampiren zu tun und die war informativ und lustig zugleich. Manchmal ein bisschen zu viel, aber sehr informativ. Hab da auch eine Menge gelernt, zum Beispiel, wo das mit dem Knoblauch herkommt oder wo das herkommt, dass man Vampire nicht im Spiegel sehen kann. Und das fand ich irgendwie witzig. Das haben die durchrecherchiert. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die Folge. Weißt du das, Sherry? Lass mich gerade mal gucken, weil du hast die Folge natürlich nicht irgendwo gehört, sondern du hast die gehört, weil du durch mich die Fütkuration Vampir-Podcasts abonniert bekommen hast. Und da war die drin. Ich habe nämlich eine Kuration gemacht mit Vampir-Content, den ich so in verschiedensten Podcasts gefunden habe. Und es war die Folge 21 vom 5. Oktober. Kack- und Sachgeschichten. Nee, 5. Oktober hab ich's da reingepackt. Kack- und Sachgeschichten, Folge 21, die große Vampir-Folge. Also einfach ein sehr einfacher Name. Ja, das ist jetzt auch Zufall. Also mein Leben dreht sich nicht nur um Vampire, um das mal so als Statement herzugeben. Aber ich muss ja hier auch mithalten können, weil der Herr Prinz, der lässt sich gerne in Sachen reinfallen. Ja, und ausgeprägtes Nerdtum stößt, glaube ich, bei der Sendegarten-Community auf volles Verständnis. Oh ja, doch. Das Einhören, das können die das ganz gut nachvollziehen. Ja, doch. Sonst wären wir hier wirklich falsch am Platz. Und wir vermuten, dass Susanne ein weiteres Hobby hat, zum Beispiel Fledermäuse, könnte ich mir vorstellen.
Ja, nee. Nein. Nur so. Blutsauger, weißt du, das war die Assoziation. Entschuldigung. Moskitos, ihr Hobby ist Moskitos. Töten, ja, Moskitos. Töten, Moskitos, Moskitos töten. Töten. Ich muss töten, töten. Töten. Okay, okay, okay. Entschuldigung. Meine Witze werden auch nicht besser. Dirk, hast du denn vielleicht irgendetwas in deinem Podcatcher gesehen oder auf der Straße oder bei deiner Firma oder sonst wo erlebt, wo du sagst, wow, das ist berichtenswert? Mein Leben besteht aus Blütenschätzen. So ist das nur. Hat er das nicht schön gesagt? Ja. Konkret für den Fall jetzt hier könnte ich jetzt mit 2 Grad dienen. Und zwar sind es beides Lieblingspodcasts, die ich höre. Da hat am 11. Oktober, der Scheiße gebaut Podcast, das ist ein Podcast mit einer Jugendrichterin und ihrem Mann, die sich über alle möglichen Themen unterhalten, die irgendwas mit dem Alltag einer Jugendrichterin zu tun hat und natürlich den jeweiligen Klienten, die da so auftauchen. Und da gab es eine Folge, die hieß da Dream Big. Und Dream Big beschäftigt sich damit, dass dann doch die da straffällig oder vorstellig werdenden Jugendlichen meistens doch wirklich sehr, sehr herzerfrischend groß an den Themen rangehen, dass sie auch als eine der Aufgaben, das versteht, denen nicht die Träume alle zu nehmen, ja, und da vielleicht auch, also manches entsteht da natürlich auch, weil sie sich auch mal zu groß betätigen, aber es ist auch trotzdem auch sehr, sehr aufmunternd und positiv zu sehen, wie junge Menschen halt aufs Leben blicken und es zum Teil auch angehen, selbst wenn sie dann mal auch mit Schwung daneben fassen, ja, sich auch manchmal wieder aufrappeln und wieder nach vorne laufen. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Folge, die ich warm empfehlen kann. Scheiße gebaut heißt dieser Podcast. Den kann ich ganz allgemein warm empfehlen, egal ob man sich für Jugendrecht interessiert oder nicht. Das ist alles sehr zugänglich und wenn man auch nur im Entferntesten sich irgendwie auch mal für die Themen interessiert, die junge Menschen betreffen, dann kann man an diesem Podcast, finde ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Und das andere, was ich jetzt hier reinpacken würde, ist auch ein Ehepaar, also lauter Ehepaar heute, die ich hier mitbringe als Blütenschätze, nämlich die Psycho und der Geek. Die Psycho und der Geek, wie der Name nahelegt, ja, sind genauso verteilt. Sie ist, soweit ich weiß, Psychologin. Er beschäftigt sich mit Technologie, ist, glaube ich, Programmierer, wenn mich nicht alles täuscht. Und die unterhalten sich in jeder Folge über ein anderes Themenfeld und machen das wirklich sehr flockig, angenehm. Und ich finde, die haben eine sehr schöne Dynamik, beide vom Mikro. Und die letzte Folge ist schon vom September. Da ging es um Sprache. Auch die ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Ja, das wären jetzt so meine 2 Plugs. Ansonsten hätte ich natürlich noch einen ganzen Podcatcher voll mit Evergreens, aber die meisten davon habt ihr hier sowieso auch schon mal als Blütenschätze gehabt. Von daher nehme ich jetzt mal nur die beiden. Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank für diese 2 schönen Tipps. Wir werden gerade im Chat auch dazu aufgefordert, wir sollten doch die beiden Macherinnen vom Jugendrecht-Podcast mal hier auf die Gartenbank einladen. Dann absolut. Okay. Du hast mich gerade an was erinnert und das ist ein ganz kurzer Hörtipp, ist noch nicht veröffentlicht, kommt nächste Woche bei der Privacy Week und zwar apropos Scheiße gebaut, also Jugendrechtspodcast und Schlaulicht. Mit denen haben wir uns unterhalten, weil wir eine Anfrage bekommen haben, wie sieht denn das aus mit, wenn Kinder podcasten selber, wenn Kinder Dinge im Internet tun. Und da haben wir uns unterhalten eben mit Matze und Maria und dem Jörg vom Schlaulicht-Podcast und haben da eine Folge gemacht, beziehungsweise das Ganze wird bei der Privacy Week erst als Vortrag ausgestrahlt und kommt dann später auch in die Podcatcher. Genau. Aber das nur so als Fußnote. Ja, ist doch schön. Ein bisschen so für die Zukunft, also für, neugierig gemacht für das, was kommt. Sehr schön, Gloria. Danke. Gut. Und damit sind wir durch. Ne? Ich habe alle gefragt. Und ihr habt alle geantwortet, das fand ich großartig. Wir sind durch mit unserem Sendegarten. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen auf die Zeit achten und das haben wir diesmal auch erfolgreich geschafft. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen, Susanne und Dirk, die nicht nur auf der Gartenbank so schön erzählt haben, sondern auch im weiteren Verlauf der Sendung immer wieder mitgemacht haben. Herzlichen Dank für euren Besuch. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Ja, war wieder toll bei euch. Voll schnuffig. Sehr gerne geschehen. Und ich bedanke mich bei den Sendegärtnern, Sendegärtnerinnen, bei dem Team, was hier immer mit am Start ist. Und ich danke besonders der Claudia. Dankeschön. Danke, die Claudia. Den Mute-Kopf, die den Mute-Knopf nicht findet. Ja, sehr gerne. War ein launiger Abend. Schön, dass ihr da wart auch. Mut zum Entmuten. Und ich danke dem Lars. Denk dran, das Bett ist immer da. Ja? Wer ist da? Claudia. Das Bett ist immer da. Falls du mal hier irgendwie crashen will in Frankfurt. Ja. Genau. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ganz herzlichen Dank. Ja, und ihr sagt Bescheid, wenn ihr mal nach Wien kommt. Ihr müsst euch das Sofa nur mit 3 Katzen teilen. Allergiker okay. Vor. Ein Bett in Frankfurt, das ist immer frei. Ja, was ist schon dabei? Okay, bevor ich jetzt weiter singe, danke ich erstmal dem Lars für die schnellste Recherche, die man sich nur vorstellen kann. Kaum wird ja ein Begriff genannt. Oh, der Kuckuck ruft. Der Uhu ruft. Das heißt, es 2 Stunden sind rum. Die schnellste Recherche und die schnellsten Links, die man sich nur vorstellen kann. Ah, das ist, war jetzt gerade ein Vampirfilm-Meme, weil ich gesagt habe, The Children of the Night. Das ist ein Dracula-Zitat. Listen to them, the children of the night. The music they make. Okay. Wir hätten jetzt Wolfsgeheul eigentlich als Hintergrund haben müssen. Das war nur ein Uhu. Aber es zählt. Ich finde, es zählt. Das zählt auch. Okay. Ja. Das ist ein Mini-Wolf. So, Lars, ich habe dir gedankt. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Gern geschehen. Wie immer schön. Bis Gedanks- dann. Bis dann. Und Gedanks- ganz besonders auch dem Sebastian für die Bereitstellung der Technik hier. Hat alles wieder großartig funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, immer wieder gerne. So, und liebe Grüße gehen auch an Vera, die uns dann doch nicht mehr erreicht hat, aber wir haben ein paar von ihren Kommentaren gelesen. Das war schön, das zu wissen, dass du uns zuhörst. Liebe Grüße an dich und verzag nicht, auch wenn der öffentliche Personennahverkehr dir immer wieder den letzten Nerv raubt. Es ist wahrscheinlich immer so. Und der ganz große Dank geht natürlich hinaus auch in die Menschen, die das alles hier hören, was wir hier zusammenschreiben, zusammensprechen und schreiben natürlich auch. Das sind einmal die Live-Hörenden, die heute hier bei der Produktion mit über den Zaun geguckt haben und über den Zaun gehört haben und auch im Chat so fleißig ein bisschen mitkommentiert haben. Dankeschön dafür. Und der Dank geht natürlich generell an alle Hörenden, die den Podcast so benutzen, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als Begleitmedium bei irgendwelchen Dingen, die ihr tut. Eine zeitsouveräne und themensouveräne ein zeitsouveräner Umgang damit, wann immer ihr das hören möchtet, hört ihr das und wenn nicht, dann nicht. Ich habe letztens noch wieder Menschen gehört, Creator, die gesagt haben, bevor ihr hier lauter Kritik übt, hört es doch einfach nicht. Ja genau, nutzt einfach die Freiheit, die es gibt. Wem es nicht gefällt, der kann ja einfach weghören und alle anderen sind aber herzlich willkommen und danke, dass ihr uns eure Ohren schenkt und Aufmerksamkeit schenkt. So, jetzt habe ich genug gesagt, lange Worte. Ich wünsche einfach eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.